Dann darf ich einen schönen guten Abend wünschen. Erste Bitte einmal, kommt ein bisschen näher. Wir tun uns leichter, wenn wir nicht diese Riesendistanzen haben. Und es kann durchaus ausarten in einen Workshop oder was Ähnliches. Also ihr könnt uns jederzeit unterbrechen. Wir haben da eine ganze Reihe von Folien. Wir haben 2 Stunden vorgesehen, also so sollte das ausreichen. Es gibt den einen oder anderen Punkt, den wir möglicherweise gemeinsam diskutieren wollen und sprechen wollen. Also in dem Sinne ist es natürlich angenehmer, wenn der Abstand nicht ganz so groß ist. Gut, worum geht's? Schönen guten Abend auch von mir ganz kurz. Und wie der Herbert schon sagt, wir wollen nicht nur zum Nach-, sondern zum Mitdenken anregen. Und in diesem Sinne geht's los. Danke. Gut, im Wesentlichen geht es um diesen Absatz oder das, was daraus hervorgegangen ist. Das heißt, alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte. Wir werden im Laufe des Vortrags relativ viel Text haben, weil wir uns auch mit der Rechtsgeschichte und der Rechtsphilosophie ein wenig beschäftigen werden. Das heißt also, es wird auch viel Text sein, man muss nicht alles lesen, aber um diese Historie ein wenig mitverfolgen zu können und auch klar zu machen, dass das Entwicklungen sind, die nicht gottgegeben sind, die nicht von selbst kommen, die nicht vom Himmel fallen und aus dem Boden wachsen, sondern dass es Dinge sind, die im Laufe der Geschichte von Menschen errungen, erkämpft wurden, üblicherweise oder in den meisten Fällen entweder nach blutigen Revolutionen oder nach noch schrecklicheren Kriegen, hat es solche Phasen gegeben, in denen die Menschenrechte als solche weiterentwickelt wurden, wesentliche Schritte dazu erfahren haben. Deshalb hat es uns, nicht nur uns, sondern viele andere sehr geärgert, wie man solche Dinge in der Zeitung gelesen hat. Das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. Wir gehen davon aus, dass wir uns in einem Zustand, derzeit in einem Zustand befinden, den man üblicherweise als Rechtsstaat bezeichnet. Das heißt, es ist ein Staat, in dem wesentliche Teile des menschlichen Zusammenlebens durch Recht begründet sind und nicht durch Willkür. Das, was der Herr Innenminister damals gesagt hat, war im Wesentlichen so, man muss über diese alten, überkommenen Gesetze sprechen und sich damit auseinandersetzen. Er hat damals noch gesagt, es wird kein vernünftiger Mensch kommen, der sagt, es gehört nicht gemacht. Es gibt vernünftige Menschen, die das sehr wohl tun, die sagen, diese Grundrechte, die wir erworben haben, die wir, nicht nur wir, sondern auch im Wesentlichen unsere Vorfahren errungen haben, gehört zu den Dingen, über die man eigentlich nicht ernsthaft diskutieren kann, sondern die aus der Geschichte, zumindest aus der europäischen Geschichte her, als sinnvoll und nachvollziehbar und begründet abzuleiten sind. Fairerweise muss man dazu sagen, wenn wir hier diskutieren, dann diskutieren wir, ich selbst als alter weißer Mann, rein vom Alter her und von der Generation her sicherlich ein Macho, also mit diesem Hintergrund nähere ich mich den Dingen, die ich versuche zu erklären. Der Christoph ist etwas jünger, vielleicht nicht ganz so macho wie ich, aber er hat dafür viel mehr Recht studiert. Also Kickl will sich mit diesen Regelungen anlegen. Er ist aber damit nicht alleine, also das ist nicht seine einzige Erfindung. Es gibt im Regierungsprogramm der derzeitigen Koalitionsregierung einen Passus, der sagt, alle Gesetze, die älter als das Jahr 2000 sind, also vor dem Jahr 2000 entstanden sind, kann man eigentlich aufheben, soll man aufheben. Also alles das, was da in Richtung Privatsphäre, Grundrechte, Gewaltenteilung geht, über sowas kann man diskutieren oder wer braucht sowas. Also das ist so die Kulturhaltung oder die Kultur, die aus diesem Regierungsprogramm auch abgeleitet werden kann. Zumindest ich tue das. Gut, zur Vorstellung, der Christoph Scholl ist Jurist, Datenschutzexperte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Research Institute, also einer Institution, die sich mit Grundrechten, Menschenrechten als Organisation, als Unternehmen auseinandersetzt, ist auch Jurist und Vorsitzender von Epicenter Works. Das ist das, was früher mal AK Vorrat war. Das ist Autor, Vortragender zu einer Reihe von Themen im Zivilrecht, Datenschutzrecht, Grundrecht und ist Mitautor oder federführender Autor, muss man eigentlich sagen, von HEAT, also dem Handbuch zur Evaluierung der Antiterrorgesetze in Österreich. Jetzt darfst du was sagen.
Ja, der Herbert ist mehr als nur eine graue Eminenz bei Epicenter Works und auch dem C3W. Er kommt von seinem Hintergrund her aus dem Bereich Betriebsorganisation im Bankenwesen, wo das Thema Informationssicherheit sozusagen keine neue Sache war, schon in seinen aktiven Zeiten, ist aktiv, aber nach dem aktiven Berufsleben vor allem bei Epicenter Works und auch dem Chaos Computer Club in Wien, dem C3W, wo er einer der Urgesteine ist, so wie auch bei Epicenter Works, einer der Freiwilligen, sozusagen, die einfach viel mitmachen, bei HEAT auch mitgeschrieben hat und Qualitätssicherung gemacht hat, trägt vor eben zum Thema Datenschutz, Prozessrecht und Datensicherheit und Prozess- und Risikomanagement aus seinem Berufsleben noch und eben Co-Autor von HEAT und auch mit einer der Redelsführer der damaligen Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung, aus dem wir ja damals, also Epicenter heute, damals AK-Vorrat.at entstanden sind. Gut, also eine Darstellung der Themen, wo wir gemeinsam, also Christoph und ich, immer wieder aufeinandertreffen, gemeinsam was tun, stammt aus dem Vortrag der letzten Privacy Week, kann ich darauf hinweisen. Auch heuer wird es wieder eine Privacy Week geben, im Oktober, also in der Woche rund um den Nationalfeiertag. Das sind so die Themenbereiche, die uns insgesamt beschäftigen und daher kooperieren wir in etlichen Punkten recht gut. Ja, vielleicht noch kurz eine Ergänzung, nur ich bin nicht nur Jurist, sondern ich bin primär gebürtiger Nerd selber mal. Ich habe HTL gemacht und dann einige Jahre als Techniker gearbeitet, bevor ich Jurist geworden bin. Also ich fühle mich in dem Umfeld eigentlich wohler als in den üblichen juristischen Umfeldern. Vielleicht nur als Vorbemerkung dazu. Gut. Zur Einstimmung einmal ein paar Dinge, um uns selbst sozusagen zu positionieren, in welcher Welt wir leben. Es sterben jährlich 9 Millionen Menschen durch Umweltsünden, das heißt nicht trinkbares Wasser, Luftverschmutzung, AIDS, Tuberkulose, Krankheiten, die man vermeiden kann, etc. Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. In Österreich waren 2016, also nicht allzu lange her, 1,5 Millionen Menschen an der Armutsgrenze. Das heißt also, der Wohlstand, in dem wir hier alle leben, in dem wir uns befinden, ist nicht selbstverständlich. Wohlstand, Armutsgrenze für Österreich hieß damals 1.185 Euro pro Monat für Einzelpersonen. Wenn wir uns den Betrag der Mindestsicherung derzeit mit 843 oder 870 Euro dem gegenüberstellen, wissen wir, wo diese Ursachen zu suchen sind und wie eigentlich Österreich lebt. 1,5 Millionen Menschen von nicht ganz 8 Millionen ist also doch ein beträchtlicher Anteil. Etwas weiter gesehen, Jugendarbeitslosigkeit in der Eurozone liegt bei 19%, Ziffer von 2017, glaube ich. Ja, also so teilt sich das auf. Österreich ist da gar nicht dabei, weil Österreich ist in der Größenordnung von 10%, aber Griechenland mit 43% Jugendarbeitslosigkeit, Spanien mit 38% Jugendarbeitslosigkeit. Also so viel zum stabilen sozialen Gefüge, in dem wir uns derzeit befinden. Eine andere Studie von Oxfam in dem Fall sagt, dass die 62 reichsten Menschen der Welt, davon sind 53 Männer, genauso viel haben wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Ja, also selbst wenn die Zahl nicht stimmt, es ist sicherlich die Anzahl der reichsten Menschen, die so viel haben, an Vermögen haben wie die Hälfte der Menschheit, so klein, dass man es locker in einen dieser neuen Boeing-Flieger hineinsetzen kann, 737, und der wird nicht voll damit. Auf der Grafik aufgeteilt schaut es dann so aus, beginnend, das sind jeweils Zehntel, also Zehntel der Weltbevölkerung in der horizontalen und das Vermögen in der vertikalen. Und wenn man so die bis zur 0,5er-Skala geht, also zu da in etwa, ja, das ist die Hälfte der Weltbevölkerung, das ist 1,1%, wenn man die Werte addiert. Die andere Hälfte hat dann den Rest und die Kurve ist also ganz sicher nicht linear, also es gibt keine, auch nur annäherungsweise Gleichverteilung. Das ist weltweit gesehen. Ja, wie gesagt, die Grafik der reichsten Menschen schaut dann umgekehrt wieder so aus, dass also da am Ende 54 oder 61 sind. Also es gibt ganz wenige Menschen, die bestimmen, was die über
Macht und Vermögen verfügen, weil Geld ist Macht. Das sind ganz wenige, wobei das anzugreifen nicht den Personen als solche sind, weil das sind zum Teil durchaus anständige Menschen, sondern eigentlich anzugreifen ist ein System, das diese Ungleichverteilung zulässt. Egal, ob wir uns jetzt Österreich, Europa oder die Welt anschauen, das sind Zustände, die eigentlich inhuman sind, im Sinne von nicht menschengerecht. Weil warum hat jemand, der im Zentrum Afrikas zur Welt kommt, nicht vergleichbare Chancen auf ein gutes Leben, wie ich sie habe oder wie wir sie alle haben? Jemand, der in Zentralasien oder Südamerika auf die Welt kommt, ist eine Zufallsfrage oder Glücksfrage, dass wir hier in einem der reichsten Teile der Erde sind. Aber wir müssen, wenn wir uns häufig als anständige Menschen benehmen wollen, zur Kenntnis nehmen, dass es dieses Maß an Ungleichheit gibt. Und das kann ich nicht ändern, indem ich mein Einkommen spende. Diese karitative Verteilung funktioniert nicht, sondern es ist eine Frage, wie funktionieren die Systeme dazu. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden, eine ganze Latte: Geschichte der Grundmenschenrechte, Rechtshierarchie, also wie funktioniert so der Rechtsaufbau, in dem Fall natürlich aus österreichischer Sicht für deutsche Verhältnisse schaut es ein bisschen anders aus, aber vom Grundsatz her allein zum Verständnis, wie Recht zustande kommt, wie Recht wirkt. Wir beschäftigen uns etwas ausführlicher mit der Frage der Antiterrorgesetze. Wie sind wir zu HEAT gekommen, was sind die Auslöser dafür, was haben wir da vorbereitet? Nur als Vorab-Ankündigung, als Spoiler sozusagen, wir arbeiten gerade an der Version 2.0, die voraussichtlich gegen Ende des Jahres fertig sein wird. Wir hoffen, dass wir das rechtzeitig zusammenbringen. Ein paar Beispiele dazu aus dieser HEAT-Geschichte, wie wir dazu gekommen sind und Rechtsbeispiele, wie Recht bei uns entstanden ist. Wir haben uns in HEAT auch damit beschäftigt, wie sollten eigentlich Gesetze zustande kommen. Ich habe relativ viele Jahre, Jahrzehnte mit Projektmanagement, Betriebsorganisation, Ablauforganisation, Prozessorganisation gearbeitet. Und Gesetzwerdung ist als Prozess natürlich auch ein Prozess, der nach üblichen Spielregeln State of the Art ablaufen sollte. Und wir haben versucht, diese Maßstäbe an den Gesetzwerdungsprozess auch anzulegen. Das sind so Ansätze, wie könnte man die Rechtswerdung bei uns in Österreich, sage ich jetzt wieder dazu, deutsche Verhältnisse ausgeklammert, aber wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Wie könnte und was könnte man dazu tun? Ganz kurz, was wir tun werden auf jeden Fall, wenn sich vielleicht der eine oder andere fragt, sind das aktuelle Beispiele. Wir werden genügend Gelegenheiten haben, an verschiedenen Stellen uns auf ganz aktuelle Dinge zu beziehen. Das ist eben, was wir tun wollen. Nicht nur den Saga vom Innenminister, dass das Recht der Politik zu folgen hat, sondern auch eben gerade aktuelle Beispiele, wie wir sie im Moment haben, von der Urheberrechtsnovelle Uploadfilter über den digitalen Ausweiszwang, wie wir ihn nennen, bis hin zu der Vorratsdatenspeicherung, die über die Hintertür für 7 Jahre jetzt mit der Digitalsteuer sozusagen eingeführt wird. All diese Themen sind brennend und wir wollen sozusagen heute versuchen, dass man, wenn man so will, aus der Vergangenheit und den Strukturprinzipien, die historisch gewachsen sind, versuchen zu lernen und abzuleiten, wie wir mit der Gegenwart umgehen sollten und mit diesen Diskussionen sozusagen dazu. Das heißt, wer jetzt vielleicht im Moment die Befürchtung hat, dass es rein rechtshistorischer Vortrag wird, wir werden genügend Gelegenheiten haben, dass wir sozusagen auch uns aktuell bewegen und diskutieren. Ja, also ich kann das nur unterstreichen, es geht natürlich nicht darum, Rechtsgeschichte vorzutragen, das kann man auf der Universität durchaus machen, sondern es geht eigentlich darum, uns selbst mit dem Hintergrund zu bewaffnen, warum diese Dinge so wichtig sind, warum Grundrechte wichtig sind und warum es nicht selbstverständlich ist, dass wir diese Dinge haben und letztendlich, wie es im Laufe der Geschichte dazu gekommen ist und dass nicht 20 Jahre Rechtsgeschichte genügen, um unseren Stand der Gesellschaft, der demokratischen Gesellschaft, in der wir heute leben, auch nur annähernd erklären zu können. Gut, wir kommen zur Geschichte der Grundrechte. Wer die Einladung gelesen hat, den Spoiler gelesen hat aus der Ankündigung, Magna Carta 1225, also doch einige Jahrhunderte her, kein freier
Mann soll verhaftet, gefangen, gesetzt, seiner Güter beraubt, geächtet, verbannt oder sonst wie angegriffen werden. Zum Verständnis, welche Bedeutung dieser Satz hat, muss man klar sagen, nach dem Untergang des Römischen Reichs, damit dem Untergang letztendlich der Sklaverei der ersten Phase, gab es als herrschende Gesellschaftsordnung Leibeigenschaft. Das heißt, jeder Mensch war Untertan seines Herrn und der Herr ist von Gott eingesetzt. Ja, und in der Zeit, 1225, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, haben die englischen Könige Kriege in Frankreich geführt, in der Folge dann die französischen Besitzungen verloren, aber wollten dafür Kriegssteuern einheben. Und die englischen Lords haben einen Aufstand gemacht. Also wie gesagt, geht zurück eigentlich auf einen Aufstand der englischen Lords gegenüber dem englischen Königshaus, wo das drinnen steht. Und in der Ausformulierung, wie es dann unterschrieben wurde, stand dann dort kein freier Mann. Also nicht nur die Lords, also die Barone und Großgrundbesitzer der damaligen Zeit waren damit gemeint, sondern kein freier Mann. Allerdings muss man dazu sagen, freie Männer hat es in der Zeit sehr wenig gegeben, weil zu der Zeit die meisten waren Leibeigene. Also für die hat das zu der Zeit natürlich nicht gegolten. Diese Rechtstheoretisch dazu ist das eine Konstruktion des Naturrechts. Es gab die siebenstufige Lehnspyramide sozusagen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, die ganz oben beim Kaiser angefangen hat, dann sind die Kurfürsten kommen, die Königswähler, dann die Markgrafen und Pfalzgrafen und so weiter, bis ganz unten die Ritter die hatten dann sozusagen Bauern in der Knechtschaft selber in ihren Ländereien. Das waren die freien Herren, die Bauern, die darunter kamen, die waren entweder Leibeigene, manchmal waren es dann freie Bauern, das kam immer öfter vor, aber jedenfalls sozusagen waren die jetzt keine freien Bürger in dem Sinn, dass sie solche Rechte hatten, aber alle, die in dieser Lehnspyramide waren, die waren natürlich Gott gegeben, ja, von Gott alles abgeleitet, daher auch eine naturrechtstheoretische Konstruktion. Sie wurde sozusagen grundsätzlich von jedem geglaubt, was dazu geführt hat, dass die Herrscher ganz oben in der Regel begonnen haben, dann absolut zu herrschen und eben auch ihren Untergeordneten sozusagen einfach keine Spielräume zu gönnen, sondern einfach Willkür walten zu lassen. Das war der Ausgangspunkt. Ja. Vielleicht nur ergänzend, auch die griechische Demokratie, die athenische Demokratie war eine Demokratie für ganz, ganz wenige, also ein paar hundert Männer, weil Sklaven hatten damals natürlich keine Bürgerrechte, Frauen hatten damals natürlich auch keine Bürgerrechte. Also auch das Musterbeispiel der Demokratie, das wir immer wieder hören, ist eigentlich ein extrem eingeschränktes Beispiel. Ja, darum war es möglich, dass in der griechischen Demokratie in Athen auf der Agora abgestimmt werden konnte, weil mehr Leute, als dort auf den Platz gepasst haben, hat es nicht gegeben, die stimmberechtigt waren. Ja, also vor 100 Leute, maximal 500 Leute waren die, die Demokratie gespielt haben und über die Geschicke der anderen mitentschieden haben. Das hat sich erst später geändert, nämlich hat erst begonnen, relevant zu werden, zu dem Zeitpunkt, wo die Leibeigenschaft als Art der Haltung von Untertanen in Frage gestellt wurde, wo so der freie Arbeiter notwendig war im Gewerbe und später dann in der Industrie. Erst dann hat es eine entsprechende Massenausbreitung bekommen. Gut, aber fangen wir an mit den frühen Ansätzen. Einige Jahre, Jahrhunderte später, also etwa 1600, hat der Thomas Hobbes damals gesagt, jeder Mensch hat im Naturzustand ein Selbsterhaltungsrecht, welches aufgrund der Gefahren des Naturzustandes dem Staat abgegeben ist. Das heißt, jeder Mensch hat ein Selbstbestimmungs-, Selbsterhaltungsrecht, aber der Staat regelt insgesamt alles zusammen. Dieses Selbsterhaltungsrecht hat dann der John Locke erweitert, der hat also dieses Staatsgefüge etwas präziser beschrieben. Der hat damals gesagt, es muss eine Teilung der Gewalten geben, das heißt diejenigen, die den Staat verwalten, Exekutive, müssen getrennt sein von denen, die Gesetze machen. Also die erste Stufe dieser Gewaltenteilung in der Zeit, du willst was sagen. Zum Hobbes, dazu muss man vor allem sagen, und dann die Entwicklung zu Locke, war natürlich das Ausgangsproblem, dass der sieht,
hundertjähriger Krieg, die hauen sich alle gegenseitig die Schädel ein und das hört nicht auf. Und der Hobbes beschreibt ja dann auch, der Mensch ist des Menschen Wolf und spricht vom Krieg aller gegen aller, nicht? Das, den er erlebt. Und das ist genau dann das, was ihn als einen der ersten so explizit auf die Idee bringt, diese Idee des Gesellschaftsvertrags zu verfolgen und zu sagen, naja, warum sollten wir da jetzt was tun? Wenn wir diesen Zustand, diesen Naturzustand belassen, dann bleibt er und sagt dann eben genau deswegen, jetzt müssen wir was tun und kommt auf die Idee, was ist, wenn man das sozusagen veräußert, und dann kommt der Hobbes eben auf seinen Leviathan. Wir kennen den Leviathan eigentlich meistens eher als dystopische Figur im Kontext sozusagen unserer Diskussionen auch, weil der Leviathan eben so der allmächtige Herrscher sozusagen sein soll, der aber gütig ist nach der Vorstellung von Hobbes, ja, und immer sozusagen das Richtige will, aber die Macht bei sich konzentriert, damit sich die sozusagen im Volk nicht gegenseitig die Köpfe einhauen, so wie er das erlebt hat. Und genau das ist dann aber natürlich auch von der Philosophie, vom Ansatz her, entsprechend aufgegriffen worden, diese Allmacht, weil natürlich dann relativ bald englische Könige auf die Idee kamen, das als philosophisches Konzept in die Realität umzusetzen, sozusagen diese Allmacht. Und in der, vor dem Hintergrund kommt dann der Locke auf die Idee und sagt, die Allmacht mag in der Theorie schön sein, aber die muss man irgendwie teilen, die muss man irgendwie verteilen, weil sonst ist sie zu gefährlich. Ja, wie gesagt, also immer noch die Hierarchie, der liebe Gott, der den Monarchen einsetzt und der Monarch bestimmt alles andere. In dieser Auseinandersetzung wird dann schrittweise das entwickelt, was wir heute oder was dann wir heute oder später als Aufklärung benannt wurde, und das sind so die ersten Schritte in diese Richtung. Eine wichtige Ergänzung muss man machen, weil das wird uns sonst möglicherweise als, erzähl du den Montesquieu zuerst, ja, und dann mache ich die Ergänzung. Ja, also wir haben vorher gesehen, der Locke war der Erste, der gesagt hat, Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, und der Montesquieu war dann derjenige, der gesagt hat, aber eigentlich sollte die Justiz, also die Rechtsprechung, von diesen beiden Mächten getrennt sein. Also nicht diejenigen, die Gesetze machen sollen, auch gleichzeitig die Richter sein, und diejenigen, die verwalten sollten, auch nicht die Richter sein. Also dann sind wir bei der klassischen Gewaltenteilung, so wie wir sie heute noch immer haben. Und eben diese klassische Gewaltenteilung, wo wir alle in der Schule lernen, dass die dem Montesquieu zugeschrieben wird, ja, deswegen muss man das ergänzen. Der Locke ist der Erste, der in seinen Schriften Two Treaties of Government sozusagen diese Idee ganz klar präzisiert sozusagen. Ja. Aber es gibt bei ihm noch nicht die Judikative, das ist noch ein Schritt weiter sozusagen, dass da wirklich eine Unterscheidung gibt, dass die Judikative nicht auch sozusagen von Königsgnaden ist. Ja. Und der Montesquieu, der pflegte sehr viel zu reisen, und der war immer mit so einer riesen Kiste unterwegs. Also er hat immer mit seinen Diener halt mit dabei gehabt, ihm diese große Kiste, und da hat er alle Artefakte und Bücher, die er so auf seinen Reisen gefunden hat, eingepackt. Und irgendwann hat er halt auch die Schriften von John Locke, also in England war, dort gefunden, hat die mitgebracht und hat dann wirklich sozusagen an dem weitergearbeitet und aus dem Locke heraus dann weiter seine moderne Lehre der Gewaltenteilung entwickelt. Ergänzend dazu, das ist so das klassische Beispiel, wie eigentlich kreativiert Weiterentwicklung erfolgt. Das ist genau das Gegenbeispiel zu dem, was wir derzeit mit Copyright und Patentrecht und ähnlichen Dingen machen, wo jeder so tut, wie wenn seine eigene Leistung die einzige wäre. In Wirklichkeit ist jeder, der da etwas tut, wir auch, sind Zwerge auf den Schultern von Riesen. Jeder hat einen Schritt dazu gedacht, jeder hat einen Schritt weiter gedacht, ist deshalb bekannt, weil er diesen einen Schritt gegangen ist, aber ohne das, was vorher da gewesen wäre, also ohne die Kultur, die gemeinsame Erfahrung, das Wissen, das vorher schon aufgebaut war, hätte Montesquieu das nicht machen können, hätte Locke davor das nicht machen können, oder angeregt dadurch sind erst diese Schritte gekommen. Deshalb ist dieses unser Umgang mit geistigem Eigentum so fragwürdig. Ja, geistiges Eigentum für diejenigen, die etwas schöpfen, ja, für den Schritt, den er geschöpft hat, durchaus klar, das gehört entlohnt, das ist gesellschaftlich relevant, da muss man schauen, dass die Leute damit ihr Auskommen finden. Aber dann so zu tun, wie wenn alles, was jemand erfunden hat, nur ihm allein gehört und nicht aufgrund seiner Kultur, seiner Schulbildung, seiner Ausbildung, unter Umständen auch Vorarbeiten, die an den Universitäten geleistet werden, zustande kommt, das ist ein sich selbst in die Tasche lügen. Wir werden noch das eine oder andere Mal eine Lanze für die Open-Source-Kultur brechen, Harry. Gut. Weiter geht's
jetzt haben wir also so diese Geschichte, wie kommt es zu dieser Gewaltenteilung gekommen. Jetzt kommen wir in die nächste Stufe, nämlich die Auseinandersetzung, nicht nur Gewaltenteilung, sondern welche Rechte, welche Freiheiten sind eigentlich notwendig, damit überhaupt eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft funktionieren kann. Und da ist für unsere Verhältnisse, wie gesagt, für die 11% der weißen Europäer maßgeblich oder überhaupt die 11% der Weißen maßgeblich der Jean-Jacques Rousseau, einer der Ersten, der also gesagt hat, Freiheit ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man in einer menschlichen Gesellschaft als Mensch überhaupt leben kann. Er unterscheidet, steht da, natürliche, bürgerliche und sittliche Freiheit. Natürliche Freiheit ist das, was wir vorher schon gehört haben, dieses Recht auf Selbsterhalt. Die bürgerliche Freiheit ist die Freiheit des Umgangs in der Gesellschaft. Und die sittliche Freiheit ist eigentlich die Freiheit, die auch Herder dann später beschreibt und auch heute letzten Endes noch immer maßgeblich ist, nämlich dort, wo ich aus eigenem Erkennen in der Lage bin, bestimmte Regeln zu befolgen, nicht weil sie gesetzt sind oder sanktioniert werden, sondern weil ich nachvollziehen kann, dass das Sinn gibt für alle, für das Allgemeinwohl. Also die Moral mit anderen Worten. So was Ähnliches. Kommt vom lateinischen Wort mores, das heißt Sitte, und ist letztlich dasselbe. Ne? Ja. Moral, so Ethik, wie immer man die Dinge bezeichnen kann, aber dahinter steht letzten Endes das Selbsterkennen, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhang notwendig ist, dass es diese Regeln gibt, wie wir miteinander umgehen, oder wie Brecht sagt, die kleinste gesellschaftliche Einheit sind zwei Menschen. Der Rousseau ist auch deswegen interessant. Der Rousseau spinnt eben diese Idee dieses Modell, den Gedanken des Gesellschaftsvertrags weiter, wo er sich fragt sozusagen, warum, das ist eine Grundfrage, die uns bis heute beschäftigt, warum soll das eigentlich gelten? Warum soll die Verfassung gelten? Warum soll die EMRK gelten? Warum soll die irgendeine UN-Konvention gelten? Was ist sozusagen der Geltungsanspruch? Ja? Das war natürlich alles einfacher, solange sich alle vollkommen einig waren. Das hat sozusagen der liebe Gott verordnet. Da gab es ja interessante Bilder, weil natürlich auch der Kaiser und der Papst ständig im Clinch gelegen sind, wer jetzt eigentlich mehr Macht hat. Da gab es dann die koordinierende und die subordinierende Zwei-Schwerter-Lehre. Also die eine sagt, der Gott ist vom Himmel herabgestiegen, hat zwei Schwerter mitgebracht und beide dem Papst gegeben, und der hat eins davon dem Kaiser weitergegeben, und die andere sagt, Gott ist herabgestiegen, hat die zwei Schwerter an die beiden verteilt. Ne? Also so ungefähr auf dem Niveau ist es gelaufen, und so leitet sich der Machtanspruch. Und der Rousseau stellt jetzt aber die Frage, warum soll das gelten? Warum sollen wir uns an das halten? Was ist denn die Übereinkunft? Und sagt, wir als Gesellschaft schließen gewissermaßen gedanklich einen Vertrag dazu, weil er sagt, er arbeitet das noch einmal ähnlich wie der Hobbes, aber noch einmal sauberer heraus, und sagt, in dieser ersten Natur des Menschen, wo er auch diese natürliche Freiheit sieht, ja, ist zwar alles gut, bis, und ganz interessant auch dann eben, weil du Brecht erwähnt hast und so weiter, in einem ähnlichen Gedanken, Musser, sagt, der erste Bösewicht war der, der einen Pflock in seinem Grundstück eingeschlagen hat und gesagt hat, das ist jetzt meins. Ja? Sagt, dass das, von da weg hat es begonnen, dass sich der Mensch seiner Natur entfremdet hat, und dann beginnt es dieses gegenseitig, das immer wieder beim Schädel einhauen. Der Mensch ist das Menschenwolf. Ähnliche Idee. Und er sagt dann eben, wir müssen jetzt diesen zweiten Gesellschaftsvertrag eben schließen und schaffen dann, bei ihm ist es der Legislateur, der in einem sozusagen einmaligen heroischen Akt eben diese Verfassung schafft. Ja? Der sagt, das gilt jetzt, das sind die Regeln, die diesen Freiheiten sozusagen entsprechend zum Durchbruch verhelfen sollen, aber es braucht diesen Legislateur, und von da weg sozusagen, da einigen wir uns, und das ist dann sinngemäß die Verfassung, aus der wir den Rest ableiten. Ja. Kant sagt dann genau, die Berechtigung des Staates, des Rechtsstaats besteht darin, dass er die Sicherheit und Freiheit der Bürger schützt. Ja, also ganz was anderes wie das, was der Herr Kickl sagt. Der Staat hat die Aufgabe, die Sicherheit und die Freiheit der Bürger zu schützen, was in der damaligen Zeit, also 1700, 1800 in der Zeit, natürlich ganz eine andere Rolle gespielt hat, weil der Schutz, den der Staat zu gewähren hat, war primär der Schutz gegen Übergriffe durch Obrigkeiten und nicht die Frage Schutz und Sicherheit.
ja, sondern da ging es gegen willkürliche Maßnahmen, die ein Grundbesitzer, die ein Lehensherr zu der Zeit treffen konnte. Also der Schutz des Bürgers, letzten Endes der Schutz des Bürgers vor dem Staat ist die wichtigste und vor Übergriffen durch den Staat ist die wichtigste Aufgabe des Staates. Also der Freiheit, die der Bürger eigentlich als Einzelperson haben muss. Genau, was da Kant aber vor allem eben auch formuliert, und das ist jetzt interessant, bildet ganz massiv den Unterbau bis heute unserer Rechtskultur, nämlich indem er beginnt, eben diese, so wie es der Rousseau eben auch schon andeutet, diese sittlichen Gesetze zu formulieren. Ja? Was ist denn Moral? Was ist denn die Würde des Menschen, ja, aus der Moral heraus? Das ist eine Kernfrage, der Kant nachgeht. Und dann am Ende, nicht am Ende, sondern relativ früh, aber das vor allem dann mit seinem kategorischen Imperativ zum Ausdruck bringt, ja, in den er in drei verschiedenen Formulierungen baut. Er sagt einerseits einmal die Selbstzweckformel, ja, der Mensch ist niemals nur Mittel zum Zweck. Er ist immer Zweck an sich selbst. Das bedeutet eben diese Würde des Menschen. Das bedeutet sozusagen, dass dieses sittliche, dieser moralische Imperativ, der kategorische, dass der Mensch niemals degradiert werden darf, wie das etwa bei der Folter der Fall ist oder bei der Sklaverei, nur mehr zum Objekt. Er sagt auch gleichzeitig, das ist die allgemeinste Formulierung, also, Handel steht so, dass dein eigenes Handeln zur allgemeinen Maxime erklärt werden kann. Ja, das ist sozusagen Moral im weiteren Sinn. Und sagt dann, aus dem heraus eben auch, und das ist ganz wichtig, diese Würde, die ist vorpositiv in dieser Sprache. Also positiv kommt vom positiviert, gesatztes Recht, das positive Recht meint, und das ist dann der Ansatz, den im Gegensatz zu den Naturrechtlern die Positivisten haben, als Recht gilt das, was geschrieben steht. Das ist das andere Extrem sozusagen. Ja? Und was die Philosophie der Aufklärung, aber zu der natürlich der Kant zählt, wo er einer der wichtigsten Proponenten ist, mit sich bringt, ist diesen Ansatz zu sagen, naja, ganz so einfach ist es nicht. Das Recht gilt nicht nur deswegen, weil es wer hinschreibt. Die Positivisten kommen dann nämlich gleich einmal auch mit der Idee. Und warum gilt es, weil er es hinschreibt? Weil er stark genug ist, es durchzusetzen, ist dann meistens die Antwort. Sondern der Kant sagt, wie die anderen Philosophen der Aufklärung, das ist vorgegeben. Das ist, liegt in der Natur und wir haben die Vernunft. Kraft unserer eigenen Vernunft können wir erkennen, dass das so ist, wie ein Naturgesetz. Und unsere Vernunft befähigt uns, dieses Naturgesetz zu erkennen, anzuerkennen und dann weiter umzusetzen. Und dieser Ansatz des Naturrechts, aber dann in Form des Vernunftrechts, prägt noch an das ganze abendländische Recht, kann man sagen, bis heute und ganz massiv. Und zwar mit Grundsätzen, mit Ideen, Überlegungen, wo wir jetzt später sehen werden, die wir heute mehr denn je, glaube ich, seit 200 Jahren wieder verteidigen müssen. Ja, bei Kant ist noch darauf hinzuweisen, dass es da das sehr früh, das erste Mal wahrscheinlich, drinnen steckt, der Mensch kann selbst entscheiden. Anders als von Trieben angetrieben, gesteuert, kann der Mensch immer selbst entscheiden. Der Mensch kann wissen, was seine Handlungen bewirken und kann daher selbst frei entscheiden. Ja, und das ist ein Ansatz, der in der Aufklärung dann sehr stark kommt, der heute wieder versucht wird zu relativieren. Wir sind alle von irgendwelchen Trieben angetrieben. Stimmt nicht. Wir haben diese Triebe überhaupt, keine Frage. Wir haben ein paar Millionen Jahre Geschichte als Menschen hinter uns, auch in der Genese als Lebewesen. Aber wir unterscheiden uns im Wesentlichen dadurch, dass wir die Folgen unseres Handelns voraussehen können und dementsprechend bewusst und wissentlich handeln können und gegebenenfalls unsere eigenen Triebe übertönen können. Nur deshalb, weil ich aggressiv bin, muss ich nicht an jemanden erschlagen, sondern ich kann bewusst entscheiden, meine Aggressivität in dem Fall ist begründet, ist nicht begründet, ich suche einen Weg einer vernünftigen Auseinandersetzung. Das können wir Menschen, das ist was durch reine Triebe nicht erklärbar ist. Und das ist der Ansatz der Aufklärung, der letzten Endes in der europäischen Philosophiegeschichte ganz wesentlich ist, weil heute leben wir danach, für uns ist es heute selbstverständlich. Und auch wieder nicht, weil es ist so, was das vor allem zum Ausdruck bringt, ist ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich dass Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zwei Seiten derselben Medaille sind. Das sind
kommunizierende Gefäße. Das heißt, je mehr ich an Selbstbestimmung sozusagen auch aufgebe, ja, desto mehr kann ich vielleicht an Verantwortung abgeben und umgekehrt. Je mehr ich an Verantwortung abgeben will, desto mehr werde ich halt Selbstbestimmung aufgeben. Das sehen wir in vielen Bereichen. Das beginnt sozusagen, egal ob das irgendwelche AGBs in Apps, in Eulers, denen wir zustimmen, wo sich diese Frage stellt sozusagen, wie selbstbestimmt sind wir. Aber natürlich, wenn man umgekehrt, mein schönstes Beispiel ist immer die Helmpflicht beim Skifahren und so weiter. Wenn wir in einer Gesellschaft alles abwälzen wollen, wenn keiner mehr Haftungsrisiko tragen will, wir sagen, da haftet die Solidargesellschaft dafür, da müssen Versicherungen haften und so weiter, das Prinzip wird, und sozusagen, wenn ich irgendwo hinfalle und ich tue mir weh, dann muss ich sofort suchen, wen ich verklage und der muss seine Versicherung aktivieren, dann kommen wir in eine Dynamik, ja, wo wir natürlich Helmpflicht einführen müssen und Kameras überall hinhängen, weil wir uns sonst ja nicht gegenseitig verklagen können, richtig und so weiter. Ja. Das ist also auch eine Dynamik, die schleichend passiert, die aber dann sozusagen ganz handfeste Auswirkungen hat. In den USA etwa im Rechtssystem. Bitte. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, also das sind dann natürlich so die Sachen, das kennen wir auch aus dem Haftungsrecht. Bei den Amerikanern kommt jetzt dann dazu, dass es etwas, was bei uns so nicht gibt, diese sogenannten Punitive Damages gibt, also Strafschadenersatz. Das gibt es ja bei uns nicht. In der ganzen europäischen Rechtsordnung kann man immer nur tatsächlichen Schaden und maximal bei schwerem Verschulden, also Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, kann man noch entgangenen Gewinn fordern. Aber dass man sozusagen jetzt einen reinen Strafschadenersatz kriegt, das hat die amerikanische Rechtsprechung in den 60ern begonnen zu entwickeln, weil die Autoindustrie das einfach versicherungsmathematisch durchgerechnet hat. Nicht? Wenn wir das zurückrufen, kostet das so viel, wenn wir es nicht machen, werden so und so viel sterben, so und so viel werden uns verklagen, so und so viel kostet es, fertig durchgerechnet. Ja? Und die Gerichte haben gesagt, damit die das nicht mehr durchrechnen können, kriegen sie Strafschadenersätze. Ja? Nur, dass das dann in der Systematik sowas führen kann, ja? Dass dann auch quasi Bumerang-Effekte zeitigt, das sehen wir zum Teil heute. Wir kommen wahrscheinlich später hin ein bisschen drauf. Mhm. Gut. Eine nächste Größe in der europäischen Aufklärung ist der Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der insofern interessant ist, weil gerade wenn man seine Texte heute liest, also seine Rechtsphilosophie ist in, ich glaube, 350 oder 360 Einzelartikel gegliedert, aber da gibt es ganz spannende Sachen drinnen. Er schreibt damals, also 1820, also in der Zwischenzeit 200 Jahren, wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung und Industrie begriffen. Das heißt, er beschreibt damals sehr wohl Bevölkerungswachstum, Wachstum der Industrie als wesentliche Triebkräfte, Gestaltungselemente sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung. Er schreibt zu der Zeit, 1820, vor 200 Jahren, die Vermehrung der Reichtümer, die Anhäufung der Reichtümer ist eine Seite dieser gesellschaftlichen Entwicklung, und die andere Seite ist die Abhängigkeit derer, die von Lohn an diese Arbeit gebunden sind, also von der arbeitenden Klasse. Wie gesagt, das 30 Jahre in etwa vor Karl Marx, der dann sehr viel, sehr ausführlich dazu geschrieben hat. Aber genau diese Aspekte kommen in der Aufklärung damals vor. Der Hegel war kein Ökonom, er hat es also nicht ökonomisch, sondern von der philosophischen Seite her schon beschrieben und so diese Bewegungselemente der damaligen Gesellschaft in die Zukunft projiziert. Und er sagt, dass solange diese Unterschiede bestehen, die gesamte Gesellschaft als Gesamtgesellschaft nicht in der Lage ist, den Genuss der weiteren Freiheiten, wobei der Hegel da sehr euphorisch weitergeht, also in Richtung Vernunft und Ethik und Moral weitergeht, diese Genüsse, so beschreibt er das, sind nicht möglich, solange diese Differenzierung besteht. Ja, das Herabsinken der großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise erinnert uns an heutige Zeiten.
die von sich selbst als für ein Mitglied der Gesellschaft notwendig reguliert und damit zum Verlust des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen. Ja, genau das, was man heute für Teile der Amerikanischen Republik beschreibt, die Zurückgebliebenen, die Zurückgelassenen. Ja, das sind die Industriearbeiter Geschichte haben und jetzt, weil sich die Arbeitsverhältnisse geändert haben, auf einmal alle arbeitslos sind, wo die Städte aussterben und ähnliche Dinge. Das sind Entwicklungen, die also damals schon vorhersehbar waren. Vielleicht kann man an der Stelle kurz in die Gegenwart hüpfen. Ich war vor, es ist jetzt mittlerweile 1,5 Jahre her, bei einer parlamentarischen Enquete, die sehr interessant, hochkarätig war, das Institut für Technikfolgenabschätzung, des ITER, der Akademie der Wissenschaften hat das sozusagen geleitet, EPTA, European Parliamentary and Technical Assessment. Technikfolgenabschätzung für Parlamentarier. Das Thema war, ganzen Nachmittag Enquete im Parlament, Arbeit 4.0, das ist alles 4.0. Nicht? Also Industrie 4.0 ist hierzulande ein Begriff, kommt aus der deutschen Terminologie, aus der deutschen Debatte und deutet an, dass wir eben in der vierten industriellen Revolution seien, wenn IKT sozusagen quer durch die Produktionskette, durch alle Wertschöpfungsketten durch Einzug hält. Ja? Interessanterweise diskutieren zwar alle, es ist irgendwie allen klar, dass der Effekt sozusagen dazu führt, dass eben immer mehr und mehr, sehr vieles, was jetzt im Bereich der Industrie von Menschen gemacht wird, sozusagen immer stärker ausgelagert wird. Wir können uns in dem Rahmen alle vorstellen, dass da sehr vieles gibt, was man voll automatisieren kann. Interessant ist nur, dass auf die Frage, was sollten wir denn jetzt aber tun? Wie sollten wir denn jetzt als Gesellschaft, als Parlamentarier die Gesetze beschließen und Initiativen dazu bringen? Wie sollten wir reagieren? Und da herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Und da waren etliche US-Amerikaner dabei, das war gut besetzt. Ja. Und es gibt keine Ansätze im Moment, dass man überlegt, wie können wir unser Bildungssystem so umbauen, dass die Menschen eine Problemlösungskompetenz entwickeln, die man dann vielleicht braucht, wenn man solche Systeme betreut oder Arbeiten, die rund um solche Industrie 4.0-Systeme vielleicht auch im Dienstleistung bei uns so weiter entstehen. Ja. Also das heißt, wir sind im Prinzip 200 Jahre später an einer sehr ähnlichen Denkschwelle, wie der Hegel war, als er diese Dinge formuliert. Vielleicht noch zum ITA zu ergänzen. Das ITA macht jedes Jahr eine ganztägige Veranstaltung zu aktuellen Themen, an der man teilnehmen kann, würde ich sehr empfehlen. Das sind immer spannende Geschichten. Wie gesagt, der Hegel hat damals schon gesagt, größere Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren. Gut. Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Hammer. Aus einer Dissertation ein bisschen Textausriss, wo also beschrieben wird, beschreibt damals bereits 1820 die Verelendung der Massen, eine Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten wieder erleben. Davor gab es eine ganze Phase, wo es in die Gegenrichtung gelaufen ist. Also ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die nicht nur an einem der günstigsten Orte, sondern auch zu einer der günstigsten Zeiten geboren sind. Das heißt, ich habe meine Jugend erlebt in einer Phase des Aufschwungs, des sozialen und gesellschaftlichen Aufschwungs, dadurch Durchlässigkeit gesellschaftlicher Ebenen, das ist heute nicht mehr so. Und wie gesagt, 1820 hat das schon mal so wer beschrieben für die Dinge, so wie wir sie heute sehen. Ja. Ganz unten steht da noch, da die Massenarmut des Pöbels eine nochmals größere Leichtigkeit, Reichtümer in wenigen Händen zu konzentrieren mit sich führt. Ja, also diese soziale Deprivation, dieser soziale Abstieg führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass der Spruch immer noch gilt, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Gut, soweit zur Geschichte Rechtsphilosophie. Ein kurzer Überblick, nur wir bewegen uns da im Wesentlichen in einem Zeitraum von Größenordnung 200 Jahren. Da auf der Zeitskala sind markiert, wann welche Dinge grundrechtsrelevant passiert sind. Also 1775 in etwa beginnen wir in dieser Darstellung, gehen durch. Wir sind derzeit da wirklich in dieser Ecke, da bis etwa 1820. Noch gegliedert, wann ist was in Österreich Relevantes passiert, wann hat es weltweit relevante Veränderungen gegeben, wann gab es europarelevante Veränderungen und als Ergänzung dazu natürlich die Vereinigten Staaten. Warum das so ist, warum wir die Vereinigten Staaten bewusst mitsehen, hat natürlich auch einen historischen Hintergrund.
die Virgin Declaration of Rights, also so das erste große Buch der weisen Väter der Vereinigten Staaten, war 1776 auf der Zeitskala, haben wir gesehen, ziemlich weit rechts. Aber da steht noch drinnen als Deklaration, wo dann hinten auch folgt, die erste republikanische Verfassung. Da steckt noch dahinter, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden. Ja, also die erklären immer noch die Rechtsgeschichte letzten Endes, den Grundgedanken der amerikanischen Verfassung und der amerikanischen Republik als vom lieben Gott herkommend. Aber prinzipiell, es geht darum, den Menschen Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit zu sichern, also Allgemeinwohl in einer sehr antiquierten Formulierung. Da steht drinnen, alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte. Den Text kennen wir von vorher, wiederholt sich da. Also auch diese amerikanische Genese geht letzten Endes auf diese Vorstufen der europäischen Aufklärung zurück. Das waren halt die damals belesenen und gebildeten Bürger der Vereinigten Staaten, die sich aufgrund ihres Reichtums leisten haben können, zu überlegen, wie kann man eigentlich diese Gesellschaft insgesamt aufbauen und zusammenhalten. Vielleicht an der Stelle kurz ein Hinweis. Die wichtigste Norm in den letzten 20 bis 30 Jahren im Zivilrecht, wenn es um Fälle der Videoüberwachung, Videokameras und so weiter geht und alles, was Datenschutz ist und sich im Zivilrecht abgespielt hat vor den Zivilgerichten, wird rauf und runter judiziert eine Bestimmung, das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht, der § 16 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Und das Interessante ist, dieser 16er BGB stammt aus der Stammfassung aus 1811 und da drin steht, erster Satz, alle Menschen haben angeborene schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Wer sich sozusagen hier den Wortlaut dazu anschaut, ja, wird den Vergleich, wir kommen dann nachher noch dazu, aber hier sieht man sozusagen, dass damals Dinge gedacht sind, die bis heute und heute mehr relevant sind, sozusagen, als sie dazwischen 100 Jahre lang dazwischen waren. Gut, alle Macht ruht im Volk, leitet sich folglich von ihm her. Haben wir heute in der Verfassung stehen, die ist eine demokratische Republik, die Macht geht vom Volke aus. Bei den Amerikanern hat es damals noch geheißen, die Beamten sind nur seine Bevollmächtigten und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. Das hätten wir heute auch gerne so. Artikel 3, eine Regierung ist oder sollte zum allgemeinen Wohle, zum Schutz und zur Sicherheit des Volkes, der Nation und Allgemeinheit eingesetzt sein. Das heißt, die amerikanischen Gründerväter haben damals gesagt, Staat, Verwaltung sind eigentlich Dinge, die dem Allgemeinwohl dienen sollen, das heißt, allen zugutekommen sollen. Ein Jahr später beginnt sozusagen die Erklärung der Bill of Rights, wo dann noch mehr Punkte dazugekommen sind, die dann im Laufe der nächsten zwei Jahre von insgesamt 17, von 11 Bundesstaaten unterzeichnet wurden und damit sozusagen den Kern der Vereinigten Staaten gebildet haben. Interessant ist an der Verfassung, was wir bis heute sehen, dass das eine frühkonstitutionelle Verfassung ist. Der Hochkonstitutionalismus beginnt dann erst später, ab 1831 mit der belgischen. Aber in diesen frühkonstitutionalistischen sehen wir, dass dort zum Teil die Verfassungen verwendet wurden, die so in Frankreich, zum Teil in Deutschland und so weiter, früh entworfen wurden von Denkern. In Deutschland etwa von den Gebrüdern Grimm, weiß kein Mensch, dass die außer Märchen zusammengetragen vor allem Verfassungsgeschichte geschrieben haben. Und das Interessante ist, dass man hier aber sieht, dass der Präsident, weil es ja eine republikanische Verfassung ist, die Prärogativen hat, die vorher ein Kaiser oder ein König hatte, in einer verfassten Monarchie. Ja? Das heißt, man hat im Prinzip dasselbe Modell genommen und hat das, was sonst der Kaiser macht, dort dem Präsidenten in ein sehr starkes Präsidialsystem übergestülpt. Und im Wesentlichen hat sich das bis heute nicht so stark verändert, nur dass viel mehr Checks und Balances mit der Zeit dann entwickelt worden sind. Ja, also die entsprechenden Zusatzartikel im Laufe der Zeit haben dann natürlich zu einer Verfeinerung sozusagen dieser Beschreibung, Rechtschreibung geführt. Wichtig ist der Grundsatz der Verfassungsgerichtsbarkeit, also dass auch einzelne Bürger
gegen den Staat prozessieren können vor einem unabhängigen Gericht, wenn sie sich vom Staat verletzt fühlen oder wenn der Staat seine Pflichten und seine Rechte verletzt hat. Das ist in der Verfassung der Vereinigten Staaten erstmals in der Form festgeschrieben. Ist die älteste republikanische Verfassung der Welt, ist heute immer noch in Kraft, wie gesagt, mit entsprechenden Zusätzen, aber vom Grundgedanken her gilt sie noch. Dementsprechend gilt es, was der Christoph vorher gesagt hat, das Konstrukt ist eigentlich eine Monarchie, wo der Monarch durch einen gewählten Präsidenten ersetzt wurde, mit den entsprechenden Checks and Balances, also um sicherzustellen, dass der Präsident nicht über die Stränge hauen kann und ähnliche Dinge. Aber so kommt die amerikanische Verfassung zustande, so wie wir sie heute noch erleben. Gut, Bill of Rights, haben wir gesagt, sind einige Artikel dazugekommen. Viel Text wollen wir nicht vorlesen. Wir gehen weiter wieder zurück nach Europa. Das ist so eine der ersten Veröffentlichungen der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution in einer deutschen Übersetzung, sowohl in Berlin 1789, also noch im Jahr der Französischen Revolution veröffentlicht wurde. Französische Revolution ist für uns insofern spannend, weil das erste Mal ist, dass eine Deklaration, Grundrechtsdeklaration erfolgt wurde, ohne den lieben Gott in Anspruch zu nehmen, sondern wo das Recht wirklich vom Menschen ausgeht. Ja, die Vertreter des französischen Volkes als Nationalversammlung konstituiert haben, unter Berücksichtigung, dass die Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erklärung festzuhalten. Ja, also wenn wir das zum Einleitungsstatement konträr setzen, dann sehen wir, die Französische Revolution hat, glaube ich, passende Formulierungen gefunden, 200 Jahre her. Artikel 1 sagt, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein, wobei man darauf hinweisen muss, auch die Französische Revolution und die Erklärung der Menschenrechte aus der Französischen Revolution ist noch nicht das Gelbe vom Ei, weil die Homme, also das französische Wort für Männer, waren tatsächlich die Männer gemeint. In der Folge der Französischen Revolution wurden Frauen, die gleiche Rechte gefordert haben, auch noch guillotiniert. Und dieser Passus Gemeinwohl, da kann man noch eine kleine Referenz machen zum Rousseau, den wir vorher mal projiziert haben. Der hat nämlich sozusagen in seinen Werken schon sehr präzise unterschieden zwischen dem Gemeinwillen und dem Gemeinwohl. Ja? Und er sagt, das ist nicht unbedingt dasselbe. Also wenn man sozusagen Demokratie als Herrschaft sozusagen tendenziell einmal der Mehrheit über die Minderheit sieht, nicht, sagt dann nicht alles, was der Gemeinwille, der Wille also einer klaren Mehrheit ist, ist auch automatisch damit das Gemeinwohl. Können wir im Kopf behalten. Gut. Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Das heißt, alles, was gesellschaftlich formiert wird, dient letzten Endes dem Grundsatz Erhaltung der Menschenrechte, Ausbau, Verbesserung dieser Rechtsgrundlage. Recht auf Freiheit, Eigentum, Recht auf Sicherheit. Artikel 3, der Ursprung jeder Souveränität liegt in ihrem Wesen nach beim Volke. Liegt in ihrem Wesen nach beim Volke. Heißt nicht unbedingt demokratisch oder Mehrheitsverhältnisse, sondern liegt dem Wesen nach beim Volke. Das heißt, es ist der entsprechende Diskussionsprozess, Abwägungsprozess zu führen. Keine Körperschaft, kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm, in dem Fall vom Gesetz, ausgeht. Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Das heißt, die Grenzen der Freiheit, so wie es Kant beschrieben hat. Die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss eben dieser Rechte sichern. Ja, also die Freiheitsrechte gehen so weit, soweit ich nicht Freiheitsrechte anderer begrenze, einschränke. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden. Ja, also genau
Die Festlegung, alles was nicht im Gesetz steht, ist einmal prinzipiell machbar, solange niemand andere in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt ist. Und in dem Verwaltungsbereich gilt prinzipiell, und das kommt dann im nächsten Artikel, ich kann auch zu nichts verpflichtet werden, was nicht im Gesetz steht. Ja, das heißt also, alle die Dinge, die gesellschaftliches Miteinander regeln, sind durch Gesetze zu regeln. Und im außergesetzlichen Bereich, also in dem Bereich, der gesetzlich nicht geregelt ist, gilt die Grenze der Freiheit des Nächsten. Da gibt es den schönen Spruch dazu, Freiheit ist nicht das, was man mir gibt, sondern das, was man mir nicht nehmen kann. Ja, zur Geschichte, wir haben... kurz angeschnitten, auf der einen Seite also sehr stark Vereinigte Staaten von Amerika im Sinne von anglikanischer Rechtsphilosophie. Dort waren das im Wesentlichen die reichen Männer, die die Geschichte und die Gesetze gemacht haben. Dementsprechend war der Grundsatz dort Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Im Gegensatz zur Französischen Revolution, die eine Revolution der armen Leute war, wo Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit im Vordergrund gestanden sind. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht alleine jetzt sozusagen darum liegt, dass in der englischen Revolution, wenn man so will, halt hauptsächlich die Gutsherren revoltiert haben, das stimmt schon, aber es geht auch ein bisschen darum, letztlich sogar interessanterweise eine geografische Frage, weil in der Entwicklung, gerade in England und eben natürlich auch damit verbunden, dass das eben auch Gutsherren und so weiter waren, die revoltiert haben, da gab es ja nicht die Situation, wie in der Stadt, wie in Paris, in der industriellen Revolution alles sozusagen überfüllt und die Armut sichtbar und so weiter, sondern es war landläufig ausgedehnt. Aber dieses Recht auf Eigentum, das heißt das Recht auch auf Grundbesitz, das galt schon über jetzt die Herren hinaus. Da darf man nicht nur die Vorstellung haben, dass das alle sozusagen Reiche waren, die sich voll wehren konnten und so. Also da gab es mehr als genug Gutsherren, die selber ums Überleben gekämpft haben oder vielleicht freie Bauern, die auch darum gekämpft haben, dass sie ihr Land behalten dürfen und so weiter. Ja. Und aus dem heraus kommt dann dieser viel stärkere Anknüpfungspunkt ans Eigentum, weil das eigentlich der Wert ist, der auch am stärksten bedroht ist durch die Krone, ja, wo diese Willkür zuschlägt, weil ihnen halt einfach die Ländereien weggenommen werden, wenn es sein muss, willkürlich. Und das ändert sich dann in der Übertragung dieser Wertetrias in die amerikanische Verfassung, schon in die Virginia Bill of Rights. Da wird dann, oder das ist eigentlich erst später wirklich in der Verfassung, wird dann aus diesem Eigentum das Streben nach Glück. Ja? Das Streben nach Glück in der Form, dass jeder das Recht hat, sich selbst zu verwirklichen und auch in ökonomischer Hinsicht sozusagen das Beste herauszuholen. Ja? Aber das Streben nach subjektivem, persönlichem Glück und nicht Glück im Sinne Allgemeinwohl, das sind so die Unterschiede, die natürlich nicht konkret mit klaren Trennlinien abzugrenzen sind, aber zum Verständnis, glaube ich, ist es hilfreich. Der Sturm auf die Bastille war ein Hungerprotest hungernder Frauen im Wesentlichen, der sich dann auch die Nationalgarde ergeben hat. Deshalb, weil die Männer der Frauen dort in der Nationalgarde waren. Also das war eine Revolution, die von unten, von den Hungernden gekommen ist, währenddem die anderen Revolutionen der damaligen Zeit, bis beginnend mit der Magna Carta, letztens immer eine Revolution der Fürsten gegen ihre Oberhoheit, die Kaiser oder Monarchen war. Sogenannten Stände. Ja. Und da erklärt sich das eben mal gut, dass dieser Solidaritätsanspruch oder Aspekt in Kontinentaleuropa viel stärker ist, verankert ist und eben der Individualaspekt viel stärker in den angloamerikanischen Rechtskreisen zu finden ist. Gut. Österreich, 1811, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, hast du schon erwähnt. Du darfst noch einmal zitieren. Also jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als Person zu betrachten, ist natürlich die erste materielle Menschenrechtsnorm der österreichischen Rechtsordnung aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Aber eben das Interessante ist, das ist bis heute dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht und das wird dann, das ist im Prinzip so eine Klausel, wo für sich genommen dann nicht klar ist, was für ein Anspruch, aber dann in Verbindung mit anderen Rechtsnormen führt es dann zum Beispiel dazu, dass Grund- und Menschenrechte, die gar nicht primär mal die
Personen, die Menschen untereinander adressieren, die sogenannte Horizontal- oder Drittwirkung, sondern die erst vermittelt werden muss, dann über solche Einbruchstellen. Ein Beispiel, das Datenschutzgrundrecht ist eine Ausnahme, aber vor es ein eigenes Datenschutzgrundrecht gab, gab es den Artikel 8 EMRK, bei dem nicht klar ist aus dem Wortlaut, er heißt Privatsphäre, aber der adressiert die Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also war die Frage, was passiert, wenn im Gesetz nicht hinreichend sozusagen, was da ist, ja, woran man dann diesen Grundrechtsschutz der Privaten untereinander judizieren kann. Und genau da nehmen dann die Gerichte dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht und sagen dann, in Verbindung mit zum Beispiel einem Vertrag der Sittenwidrigkeitsbestimmung oder in Verbindung mit am zivilrechtlichen Sachverhalt werden dann genau da die Grundrechte aktiviert da drin und man sagt, das ist das Einfallstor auf der einfach gesetzlichen Ebene für die sogenannte Dritt- oder Horizontalwirkung der Grundrechte. Gut, nicht allzu viel lange später gibt es den nächsten, in dem Fall Rückschritt, den Wiener Kongress, also mit der Neuaufteilung Europas nach den napoleonischen Kriegen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zensur, Machtausübung durch Metternich etc. im Inneren in Österreich. Also wirklich ein Schritt zurück. 1848, also 30 Jahre, etwas mehr als 30 Jahre später, dann die nächste Revolution, bürgerliche Revolution. Dazu gab es vergangenes Jahr eine sehr interessante Ausstellung im Haus Niederösterreich. Also dort, wo dann sozusagen der Druck aufgebaut wurde, diese Metternichschen Reformen, Zensurmaßnahmen, Unterdrückungsmaßnahmen zurückzubauen. Und im Februar 1948 hat dann auf einem Plakat jemand geschrieben, in einem Monat wird Fürst Metternich gestürzt sein. Und so war es auch dann. 1848 und in der Folge dann nicht allzu viele Jahre später letzten Endes genau diese Entwicklung hin zum Staatsgrundgesetz, das in weiten Teilen heute noch gültig ist. Gehen wir eine Folie kurz noch zurück, bitte. Gerne. Interessant ist in der Zeit, 1848 zudem, da passiert in Österreich, das ist auf einmal so eine High-Speed-Entwicklung davor. Also da sind wir schon im sogenannten Hochkonstitutionalismus rechtshistorisch. Das heißt, wir haben schon einige Beispiele. Es gibt etwa seit 1831 die belgische Verfassung dazu, die wirklich ein sehr modernes Verfassungswerk mit Grundrechtekatalog schon ist, ja. Und 1848, als ganz kurz in Wien die bürgerliche Revolution erstarrt, also die passiert ja auch zunächst einmal in Paris, schwappt dann nach Wien kurz, ja, und eine kurze Zeit ist der ganz junge Franz Josef, der ja ganz frisch mit 18 Jahren Kaiser geworden ist, auf einmal mit dem konfrontiert und geht da kurz in die Knie und dann gibt es kurz für ein paar Monate sogenannte konstituierende Nationalversammlung, also noch nicht Nationalversammlung, sondern wie würde man sagen, Arbeitsgruppe, würde man heute sagen, ja, die in Kremsier den sogenannten Kremsierer Entwurf macht. Der Kremsierer Entwurf ist genau in der Zeit ein wirklich moderner Verfassungsentwurf für Österreich, weit moderner als das, was sozusagen dann später kommt, weil genau mit dieser Niederschlagung im März wird das natürlich alles mitten im Reformprozess über den Haufen geworfen und dann kommt die sogenannte oktroyierte Märzverfassung und diese oktroyierte Märzverfassung ist wieder eine rein absolutistische Verfassung. Ja. Da sind wir also sozusagen im sogenannten Neo-Absolutismus in dieser Zeit, wo dann wieder der Kaiser mit eiserner Hand sozusagen alles absolut regiert. Stichwort Biedermeier, also Rückzug aufs Private. Gut. 1867. Genau, das Interessante ist, das Staatsgrundgesetz ist die Größe. Also wir haben, man könnte, fairerweise könnte man noch einen ganz kleinen Peak einzeichnen, 1862. Da kommt nämlich schon eine Sache, nämlich das Gesetz zum Schutz des Hausrechts, das ist eigentlich die erste Entwicklungsstufe. Ja. Und 1867 kommt dann wirklich das Staatsgrundgesetz, das die wesentlichen Freiheitsrechte verbirgt. Eben, wir kommen noch nicht dazu, noch kurz, was da drin steht. Das Interessante ist das, auch hier passiert wieder, dass der Kaiser, also der Kaiser von Österreich-Ungarn, Franz Josef in dem Fall, mit den Ständen eigentlich kämpft. Also die Stände, die Fürsten, die Adeligen, der teilweise Geldadel schon und so. Ja. Und zwar warum? Weil es militärisch schlecht geht. Ja. In der Lombardei schaut es nicht gut aus, in Venetien sind sie im Verlieren, das kostet extrem viel, das Geld, das Krieg führen. Und daher muss er sich, der Kaiser zum Krieg führen, sozusagen Geld ausleihen und muss dabei
politisch Zugeständnisse machen. Und das sind dann genau die Zugeständnisse, die führen letztlich zum Staatsgrundgesetz von 1867. Gut. Die Entwicklung bleibt dann rechtspolitisch gesehen relativ kontinuierlich konstant bis 1918 mit dem Ende der Monarchie, Ausrufung der Republik, also ich habe vorher gesagt Revolution oder Großer Krieg. Gibt es so Neuerungen wie Wahlrecht für Frauen in Österreich, aber auch eine staatliche Arbeitslosenunterstützung, Gesetz über den 8-Stunden-Tag. Also wenn wir das mit der Gegenwart vergleichen wollen, dann wissen wir, wo diese Dinge herkommen, die uns derzeit genommen werden. Betriebsrätegesetz, Kollektivvertragsrecht, also das Recht, dass Gewerkschaften mit Unternehmerverbänden Vereinbarungen treffen können, bis hin zur Errichtung der Kammern für Arbeiter und Angestellte. Manche sagen, die Arbeiterkammern sind so der Ersatz für die Räterepubliken, die es in Bayern und in Ungarn zur gleichen Zeit gegeben hat. Ja, also zu der Zeit natürlich ist auch das Wichtige, dass man natürlich an der Verfassung baut. Da gibt es einmal eine provisorische Nationalversammlung, da werden erste Gesetze beschlossen und dann dauert es ein wenig, aber in der Zeit haben auf Hochtouren gearbeitet einige Denker, also allen voran Kelsen, der Hans Kelsen, der Alfred Ferdross und der Merkel, der Adolf Julius Merkel. Die drei waren auch verbunden in der Philosophie mit dem sogenannten Wiener Kreis. Also wer das kennt, in der Hauptuniversität drüben Philosophenstiege, das ist die Inschrift von Moritz Schlick, Philosoph, der sozusagen da erschlagen wurde aus dem Wiener Kreis. Die kamen aus einer Denkschule, die viel breiter gedacht haben. Die haben jetzt nicht, das waren nicht nur ein paar Juristen, sondern die kamen wirklich aus einem philosophischen Hintergrund, haben auch sehr viel mit anderen und haben dann in dieser Zeit unser BVG 1920 geschrieben. Die Bundesverfassung, die wir bis heute haben. Haben wir dazu eine Folie, die nächste? Nein, nicht explizit. Also das ist dann sozusagen, was dann dazu führt. Ab 1920 wird das dann das B-VG, das Bundesverfassungsgesetz, erlassen. Und kommt relativ bald drauf, ganz wichtiger Schritt, 1925 dann das AVG, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, das sozusagen die Bürger vor Willkür der Verwaltung schützt, nicht, indem plötzlich geregelt ist, wann gibt es eine Akteneinsicht, was ist eine Parteistellung und so weiter, wann kann ich eine Beschwerde machen. Das sind immens wichtige Bausteine des Rechtsstaates, die dann eben genau in dem Sinn und in dem Geiste gebaut worden sind. Ja. Interessant ist, der Kelsen ist ganz ein besonderer Vertreter aus rechtsphilosophischer Hinsicht. Ja. Wir haben vorher über das gesprochen, Naturrecht im Sinne von Gottesrecht oder Vernunftrecht versus Rechtspositivismus, wo es um gesetztes Recht geht und im alten Rechtspositivismus um die Frage sozusagen, ja, wer kann es letztlich durchsetzen mit der Macht. Und der Kelsen kommt mit einem neuen Ansatz daher und sagt, wir müssen versuchen, präziser zu sein und die Disziplinen auseinanderzuhalten. Das ist vielfach missverstanden worden. Der hat die sogenannte reine Rechtslehre entwickelt. Ja. Der sagt, der Grund, warum die Verfassung gilt, der kann uns zunächst einmal egal sein. Er sagt, das ist eine transzendental logische Annahme. Ja. Für manche mag er gelten, weil Gott es so will, für manche, weil, aber wir einigen uns einmal darauf, wir abstrahieren das, ja, und sagen, die Verfassung gilt, das ist ein Axiom. Und der Rest sozusagen dann von der Verfassung abwärts, das hat aber dem Rechtsstaat zu folgen. Ja. Das ist eine normative Konstruktion, die den Gesetzen, den Denkgesetzen und den Gesetzen der Logik zu folgen hat. Und daraus ist alles abzuleiten. Das heißt, ganz oben steht die Verfassung und jeder Schritt, und das ist, bedeutet sozusagen Rechtsstaat, der da kommt, muss davon abgeleitet sein. Das ist eigentlich eine logisch durchkonstruierte Konstruktion. Ja. Hinweis dazu, möglicherweise hat eine Rolle gespielt, dass zu der Zeit der mohammedanische Glauben in Österreich bereits Teil einer Staatsreligion war. Das heißt also, die Ableitung vom lieben Gott, von einem lieben Gott, so wie er heute durch die Katholiken gepredigt wird, hätte nicht ganz gepasst. Es gab damals auch Leute, die überhaupt nicht an Gott geglaubt haben. Also damit ist der Ansatz eigentlich ein unheimlich weitreichender im Sinne von Menschenrechte. Es ist egal, ob einer ein anständiger Mensch ist, weil er an Gott glaubt oder weil er weiß, dass anständig sein etwas ist, was für alle gut ist. Das spielt auch keine Rolle mehr. Also in dem Sinn ist es ein extrem fortschrittlicher Ansatz, den wir in der österreichischen Verfassung haben. Und
Christoph hat darauf hingewiesen, es gab mehrere Schritte dieser Entwicklung. Deshalb gibt es in Österreich keinen Grundrechtskatalog in der österreichischen Verfassungsgeschichte, sondern zuerst einmal das Verfassungsgesetz auf der obersten Ebene und dann eine Reihe von Gesetzen, die in sich wieder regeln, wie der Staat mit der Bevölkerung umzugehen hat. Also eben so genau so kommt das dann eben 1920 mit dem Bundesverfassungsgesetz, mit dem BVG 1920 gemeinsam einfach der Katalog aus dem Staatsgrundgesetz 1867 als solcher mit dem Namen wieder kundgemacht wird und Teil dieser neuen Verfassung wird. Ja? Und im Übrigen bis heute ist. Also das Staatsgrundgesetz von 1867 ist bis heute ein zwar nicht mehr so wichtiger, da kommen wir gleich drauf, aber trotzdem nach wie vor normativ maßgeblicher Teil unserer nationalen Verfassung. Gut, diese positive Entwicklung geht bis in die 30er Jahre, 1933 Auflösung des Parlaments, Einführung eines austrofaschistischen oder wie immer man das bezeichnen mag, deutlich reaktionäreren Staatsgebildes, das sich deutlich orientiert am italienischen Faschismus. 1938, also 5 Jahre später, Besetzung durch Deutschland und damit das Ende jeder Form von Rechtsstaatlichkeit in Österreich. Interessant ist, dass man hier sieht, dass diese Dinge natürlich immer etwas früher beginnen. Das heißt, wenn so große Schritte sind, 1933, das ist natürlich schon der Clash, die Theorie von der Selbstausschaltung des Parlaments und dass dann der autoritäre Ständestaat übernimmt sozusagen. Ja. Das hatte Vorboten, und zwar weit Vorboten. Und so ist Ende der 20er hat es beim Verfassungsgerichtshof begonnen. Ja. Da hat man den Hans Kelsen, eben unseren, dem sagt oft den geistigen Vater unserer Verfassung nicht ganz zu Unrecht, der dort noch Verfassungsrichter war, man würde heute sagen gemobbt. Ja. Also hat da tatsächlich den Verfassungsgerichtshof verlassen. Der Adolf Julius Merkel, der das AVG geschrieben hat, wurde eingeladen, Verfassungsrichter zu sein. Und es war sogar ein Lebenstraum von ihm, Richter zu sein. Ja. Aber er hat gesagt, unter den Verhältnissen, wie das hier läuft, muss ich das ablehnen. Ich kann das mit meiner Ehre nicht vereinbaren, sozusagen hier Richter zu werden. Ja. Und das war ein paar Jahre vorgelagert. Das ist natürlich sozusagen wesentlich gewesen, dass der Verfassungsgerichtshof da nicht interveniert, weil was danach passiert, ist ja eine Revolution. Ja, also Vorgeschichte ist natürlich auch 1927 Juli, wo in Schadendorf ein paar Leute erschossen werden, die dann, Schutzbündler erschossen werden von Heimwehrlern. Die Heimwehrler werden 1927 freigesprochen am Platz. In Wien werden deutlich über 100 Leute durch die Polizei erschossen und ähnliche Dinge gibt es in der Vorgeschichte. Also es sind natürlich nicht Dinge, die so vollkommen aus dem Zusammenhang passieren, aber wir versuchen da nur die wesentlichen Punkte einmal zu skizzieren. Dementsprechend springen wir gleich von 1938. Ja? Bitte. Weil das Problem zu dem Zeitpunkt schon war, dass man enormen Druck sozusagen gemacht hat und dass die Rechtsprechung begonnen hat, Handlungen, die eben schon vorher passiert sind, in Vorbereitung auf eine autoritäre Machtübernahme, zum Teil persönlichen Druck auf die Verfassungsrichter gemacht hat, die Richter ausgetauscht hat, eben jemand wie den Kelsen rausgeworfen hat sozusagen dazu, ja, und Leute hineinbestellt hat, die halt, wenn man so war, wollte, willfährige Helfer geworden sind. Ja, und dann einfach Dinge mitbeschlossen wurden ab 1929, im Wesentlichen dann auch der Verfassungsgerichtshof Entscheidungen trifft, die nach dem Maßstab des BVG sozusagen jedenfalls für diejenigen, die diese Verfassung erdacht haben, völlig untragbar waren. Ja, das heißt, die Rechtsprechung ist einfach völlig schief gelaufen. Die Leute, sie haben begonnen, das Personal umzubesetzen, ja, so gut es halt ging, die Leute zum Teil auch persönlich zu bedrohen. Und in dem neuen Gerichtshof war die Qualität dahin. Und er hat gesagt, das also ist eine moralische Entscheidung letztlich gewesen, ja, dort nicht hinzugehen. Der Kelsen war natürlich auch sein enger Freund, ja, der da gerade rausgeflogen ist. Also, ja. Nein, aber ähnliche Ansätze sehen wir in Polen. Die amerikanische Verfassungsgerichtsbarkeit ist bekannt dafür, dass dort die Richter politisch besetzt werden und dementsprechend auch dafür sorgen, dass die
politischen Grundhaltungen der Präsidenten viele Jahre nach dem Ausscheiden der jeweiligen Präsidenten immer noch eine Rolle, wesentliche Rolle spielen. Ja, also diese vollkommene Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts vom Rest der Welt ist natürlich auch ein Irrglaube. Auch bei uns werden letztens Verfassungsrichter politisch besetzt, aber eben über die Besetzung lebenslänglich heißt es, dass also ein rascher politischer Wechsel in dem Bereich nicht, zumindest nicht ganz einfach ist. Wir kommen dann später noch einmal drauf, wenn wir das Grundrechteprüfungsschema durchdenken, warum Verfassungsgerichtsbarkeit am Ende des Tages ganz oft eben politisch ist, politisch sein muss. Aber auf das kommen wir nachher noch. Ja. Gut, wir springen in die Geschichte der Zweiten Republik mit einer ganzen Reihe von weiteren interessanten Gesetzen, allgemeine, also 1945 Befreiung, Neugründung der Republik, 1948 auf internationaler Ebene Erklärung der Menschenrechte, eigentlich eine UNO-Resolution ohne konkrete Rechtswirksamkeit, aber dort wurde nach 1945, also nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus, versucht, eine weltweit gültige Formulierung zu finden dessen, was Grundrechte, was Menschenrechte sind, um solche Verbrechen, wie es in der Hitlerfaschismus begangen hat, in Zukunft hinanstellen zu können. Da ganz kurz dafür, an der Stelle muss man ganz allgemein sagen, dass das natürlich, wir sind hier im Völkerrecht, ja, also die Vereinten Nationen, die damals den vorherigen Völkerbund abgelöst hatten und Völkerrecht an sich schon verschrien ist, unter Anführungszeichen, als nicht durchsetzbares Recht, dem daher manchmal sogar die Rechtsqualität abgesprochen wird. Das Problem ist halt, es ist letztlich schwer durchsetzbar. Man kann natürlich Sanktionen und so weiter bringen, aber was es dokumentiert, und das ist bis heute wichtig, ist, es ist der gemeinsame Nenner eines Verständnisses. Es ist der Common Sense sozusagen. Was verstehen wir eigentlich international unter Menschenrechte? Und das dokumentiert es und das ist bis heute von immensem Wert. Ja. Und auch für Österreich hat es eigentlich zweier wesentlicher Schritte bedurft, bis das bei uns wirklich zumindest Teile davon konkretes Recht wurden. Wie gesagt, der Staatsvertrag, der die Unabhängigkeit Österreichs bringt und damit die Gestaltungsfreiheit im gesetzlichen Rahmenbereich für Österreich voll aufmacht, als wesentlicher Punkt. 1964 die Europäische Erklärung der Menschenrechte, also eine quasi Abschrift der internationalen Erklärung, wird in Österreich rechtsgültig, also doch auch immerhin einige Jahre, Jahrzehnte fast später. 1976 kommt der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, also eine Erweiterung zur Erklärung der Menschenrechte in zwei Richtungen, in Richtung der sozialen Rechte und in Richtung der politischen Rechte, also soziale Rechte, eben Recht auf Wohnung und diese Dinge, die wir heute in den Grundrechten bereits drinnen haben. Was an der Stelle vor allem wesentlich ist, ist, diese Dinge sind immer noch Völkerrecht. Die internationalen Pakte, der Zivilpakt, der Sozialpakt, die sind beide immer noch Völkerrecht und haben aber auch nur die typischen Instrumente des Völkerrechts. Das bedeutet vor allem, dass sie nur die Staaten binden und dass sie keine unmittelbaren, subjektiven, für den Einzelnen durchsetzbaren Rechte begründen. Und darin unterscheidet sich aber die Europäische Menschenrechtskonvention. Die ist eben genau deswegen so ein unglaublicher Meilenstein, so eine Entwicklung, die auch ihresgleichen sucht im Rest der Welt, weil man hier genau das gemacht hat. Man hat einen Gerichtshof eingerichtet und man hat dieses Instrument verselbstständigt, während das klassische Völkerrecht sozusagen nur die Staaten, die Mitgliedstaaten jeweils gegenseitig berechtigt und verpflichtet, passiert jetzt plötzlich, dass hier ein völkerrechtlicher Vertrag den Rechtsadressaten in den jeweiligen Mitgliedstaaten plötzlich unmittelbare subjektive Rechte einräumt und noch dazu ein subjektives Beschwerderecht an einen zentralen Gerichtshof dazu. Ja, das ist etwas, was wir später, hat man das dann in der Entwicklung der Europäischen Union, als supranational bezeichnet. Eben nicht mehr internationales Recht, sondern supranationales Recht, das Komponenten schafft der Durchsetzung, die unabhängig sind dann letztlich vom Willen der Mitgliedstaaten, die diesen Vertrag geschlossen haben. Wie gesagt, die Erweiterung auf der internationalen Ebene, völkerrechtlichen Ebene, dann 1976 mit Zivilpakt und Sozialpakt, dass der nur für Teile der Welt wirklich gilt oder auch nur in Teilen der Welt anerkannt wurde, kommen wir noch.
Interessant ist vielleicht noch als nettes Bonmot am Rande 1990, die letzten Frauen in der Schweiz werden auch wahlberechtigt, damals im Kanton Appenzell, also bis 1990, gab es in Teilen der Schweiz noch kein Frauenwahlrecht. Ja, und 1990 ist nicht so lang her. 1995 tritt Österreich der EU bei, was damit heißt, dass Teile der Gesetzgebung zumindest nach außen verlagert werden. Deswegen hatten wir auch eine Volksabstimmung, also das ist jetzt sozusagen, da sind wir jetzt in der österreichischen Verfassung. Die Erzeugungsregeln in der österreichischen Verfassung sagen an sich, für Verfassungsrecht brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit bei der Zustimmung und der Erhöhung der Anwesenheitsquoren, also mindestens die Hälfte der Abgeordneten müssen da sein. Aber es gibt dann noch die sogenannten Baugesetze oder die Grundsätze unserer Verfassung, die Grundprinzipien. Und diese Bau- oder Grundprinzipien, die können nur verändert werden, das ist dann eine sogenannte Gesamtänderung der Bundesverfassung nach Artikel 44 BVG, die können nur durch eine Volksabstimmung plus sozusagen diese Zweidrittelmehrheiten umgesetzt werden. Ja. Und der Grund dafür damals, dass es für den EU-Beitritt eine Volksabstimmung brauchte, war eben nicht alleine, natürlich auch, um das Ganze politisch sozusagen dem Souverän in die Hand zu geben, zu entscheiden, ja, aber vor allem auch, weil es unsere Verfassung geboten hat, weil es bedeutet, dass ein Teil der Souveränität, der Rechtsetzungsmacht eben an die Europäische Union und ihre Institutionen ausgelagert wird. Und zwar ein gar nicht so kleiner Teil. Ja. Und deswegen war das notwendig. Und das heißt aber natürlich auch, dass das dann mit den Grundrechten auch entsprechende Effekte hat. Wir kommen dann noch kurz dazu, wie wir über den Stufenbau der Rechtsordnung sprechen. Vielleicht noch auch wieder eine Ergänzung, die der Jurist natürlich in der Form nicht so präzise ausspricht. Die Volksabstimmung war nicht eine Volksabstimmung, ob wir der EU mit dem jeweils ausgehandelten Vertrag beitreten, sondern war damals eigentlich die Freigabe zu Verhandlungen. Ja, wenn man das heute vergleicht mit der Situation zum Brexit, wo es auch eine prinzipielle Abstimmung gegeben hat, ja, wir wollen raus. Aber heute, wenn die konkreten Verhandlungsergebnisse am Tisch sind, die Diskussion eine ganz andere Dimension kriegt, dann sehen wir da durchaus ähnliche Bilder. Ja, also die Verfassungsabstimmung in Österreich war nicht die Zustimmung zum konkret vorliegenden ausgehandelten Ergebnis, sondern aber prinzipiell, ja, wir wollen reden. Gut. Aber sehr relevant wieder wird für uns die EU-Grundrechtscharta, die zunächst als Deklaration 2000 in Kraft tritt und 2009 mit dem Vertrag von Lissabon Rechtskraft erlangt. Und diese Grundrechtecharta ist jetzt in mehrfacher Hinsicht was ganz Besonderes. Das beginnt nämlich einmal damit, wie sie eigentlich entstanden ist, wie sie erzeugt wird. Die wurde nämlich im sogenannten Konventsverfahren, wo es eben nicht nur allein wie in früheren Werken politische Gesandte der Mitgliedstaaten und so weiter waren, sondern wo es einen offenen Verfassungskonvent gegeben hat, bei dem es Mitwirkung, und zwar wirklich aktiv viel Mitwirkung der Zivilgesellschaft in der ganzen Europäischen Union gegeben hat. Ja. Und zunächst einmal dieses ganze Instrument dann nur feierlich am Vertrag beim Gipfel von Nizza feierlich proklamiert wurde, aber nicht mehr war als maximal eine Überlieferung sozusagen der gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten. Ja. Und trotzdem war spannend, dass schon in der Zeit bis 2009, am 1. Dezember 2009, ist dann der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten und damit ist die EU-Grundrechtecharta in den Rang des Primärrechts gerückt. Das bedeutet, die ist jetzt auf Augenhöhe mit den Gründungsverträgen der Europäischen Union selbst und sie bildet einen Maßstab, an dem der Gerichtshof der Europäischen Union jeden anderen Rechtsakt messen darf und soll. Ja. Das heißt, das ist eben Verfassungsrecht in diesem Sinne. Ja. Auch wenn die Europäische Union als solches noch kein Staat ist, hat sie, und das ist nicht ganz, aber weitgehend unumstritten unter Verfassungsjuristen, hat sie alle wesentlichen Elemente sozusagen, die ein verfasster Staat eben hat. Ja. Und insbesondere damit die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union auch auf diese Grundrechtecharta ausgedehnt, die seither eine massive Rolle spielt für uns. Also wir haben vielleicht für uns ein eigenes kleines historisches Bonmot. Wir haben damals am 1. Dezember 2009, am Tag des Inkrafttretens im besetzten Audimax drüben an der Hauptuni, ja, haben wir die Gründung von AK Vorrat damals verkündet und die Anfechtung der Vorratsdatenspeicherung angekündigt.
Und die ist dann tatsächlich auch auf Artikel 7 und 8 Grundrechtecharta gestützt worden. Das heißt, ohne diese Grundrechtecharta im Primärrecht hätte der EuGH gar nicht genügend rechtlichen Hebel gehabt, sozusagen diese Richtlinie einfach so aufzuheben. Ja. Ich habe vorher darauf hingewiesen, der Unterschied zwischen europäischer und amerikanischer Rechtskultur, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also diese völkerrechtliche Willenserklärung letzten Endes, sind die Vereinigten Staaten beigetreten, aber mit dem Hinweis, unsere eigene Verfassung ist stärker, dort wo es Konflikte oder Nicht-Übereinstimmung gibt. Die USA sind auch den beiden späteren Pakten nicht beigetreten, also Sozialpakt und Zivilpakt. Daher auch durchaus deutlich unterschiedliches Verhalten. Zum Beispiel Guantanamo wäre für europäische Staaten undenkbar. Ja, die Amerikaner sagen, das sind erstens keine Amerikaner, zweitens nicht auf amerikanischem Gebiet, also können wir dort eh machen, was wir wollen, weil in ihrer Verfassung diese Grenzen nicht aufgezeigt sind und sozusagen für die im amerikanischen Grundverständnis rechtsfreier Raum sind. Das ist natürlich auch ganz was Wichtiges, danke, das hätte man fast vergessen herauszuarbeiten. In dieser Entwicklung, in dieser historischen der Grundrechte, passiert irgendwann einmal ganz was Wichtiges, dass es nämlich, wenn man so will, auch terminologisch einen Unterschied macht, nämlich den zwischen Grundrechten und Menschenrechten. Von Grundrechten spricht man in der Regel, wenn sie aus einem staatlichen Kontext kommen und Teil einer Verfassung sind, Teil eines Verfassungskatalogs und Grundrechte eben zumindest in den ersten Zeiten noch unser Staatsgrundgesetz von 1867 so gedacht sind, dass sie Bürgerrechte sind. Sie gelten also wirklich nur für Staatsbürger und im besten Fall Staatsbürgerinnen, aber nicht für Fremde. Noch das Staatsgrundgesetz von 1867 enthält solche Rechte, bis dann erst später sogenannte Jedermannsrechte gemacht werden, die unabhängig von der Staatsbürgerschaft sind, die dann eben wirklich Menschenrechte sind, weil sie so wie die Europäische Menschenrechtskonvention oder auch die UN-Pakte nicht unterscheiden, wo jemand herkommt, sondern es gilt ganz einfach. Ja, wie gesagt, wir haben bis jetzt versucht, einmal so die Geschichte aufzurollen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass dieses Selbstverständnis, das den meisten von uns implizit ist, tatsächlich für uns entstanden ist? Wo kommt das her? Wie gesagt, die Zwerge auf den Schultern der Riesen, die immer wieder eine weitere Entwicklung bei jeder Möglichkeit weitergetrieben haben, dorthin, wo wir heute stehen. Du hast es schon begonnen, die nächsten Punkte sind, Menschenrechte sind unteilbar, das heißt, ich kann sie nicht auseinandernehmen im Sinne von Artikel 1 oder Artikel 3 gilt und Artikel 2 nicht, sondern sie gelten gleichermaßen für alle Bürger. Also dafür kurz, die Unteilbarkeit der Menschenrechte, die war ein historisch unglaublich wichtiger Meilenstein. Ja. Die war bei der Weltmenschenrechtskonferenz 1992 in Wien, 93, hat die eine massive Rolle gespielt. Warum? Weil dieses Thema der Teilbarkeit des Schlagabtausches, dann einer sagt, wir geben zwar nicht so viel Meinungsfreiheit und auch nicht viel Privatsphäre, aber bei den sozialen Grundrechten sind wir super. Das war die ganz große Diskussion zwischen Ost und West. Das hat sozusagen den eisernen Vorhang, hat sozusagen diese Kultur getrennt. Während nämlich der Westen die ganze Zeit darauf gepocht hat und den Osten drangsaliert hat, weil die ja keine Freiheitsrechte, keine Bürgerrechte gewährleistet haben und alles kontrolliert war und so, haben die auf der Seite im Osten gesagt, aber bei euch können die Leute verhungern, ihr schaut zu und ihr habt überhaupt keine sozialen Grundrechte dazu, wir schon. Ja. Und dann war immer dieser Schlagabtausch und nachdem dann der eiserne Vorhang gefallen ist, ist man sich zumindest auf der Ebene, auf der UN-Ebene und den Experten, der Menschenrechtsexperten einig geworden, diesen Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte und der Universalität, da kommen wir jetzt gleich dazu, eben wirklich zu verankern bei der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien damals. Ja, Menschenrechte sind überall und für alle Menschen gültig, im Selbstverständnis klar. Egalität heißt gleich, die Rechte gelten gleich für alle Menschen. Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleichberechtigt. Menschenrechte verbieten explizit jede Diskriminierung. Das geht, wenn wir uns zurückerinnern, Kelsen hat also diese religiöse Diskriminierung schon in der Staatsverfassung damals aufgehoben, in der Form, dass er ganz einfach die Rechte, die gelten, nicht von irgendwem oder irgendwas hergeleitet hat, sondern gesagt hat, sie haben zu gelten. Punkt.
Die Unteilbarkeit haben wir schon angeschnitten. Sie müssen in ihrer Gesamtheit gelten. Gegebenenfalls sind einzelne Teile der Menschenrechte gegeneinander abzuwiegen im Sinne von Angemessenheit. Einschränkungen des einen Rechts zugunsten eines anderen sind Abwägungssachen, die letzten Endes durch Gerichte, oberste Gerichte zu entscheiden sind und nicht durch Einzelpersonen. Umgekehrt, Verletzung einzelner Rechte ist prinzipiell jedenfalls und immer eine Verletzung von Menschenrechten. Verletzung von Menschenrechten, wie zum Beispiel das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wohnung, ist immer auch verbunden mit einer Verletzung bürgerlicher und politischer Rechte. Ja, also genau das beschreiben die Menschenrechte, die Grundrechte in dem Sinn, dass es eben ein Recht auf Wohnung, auf ordentliche Ernährung, auf bestmögliche Gesundheit gibt. Dazu muss man vielleicht sagen, nochmal in der Entwicklung, in der verfassungsgeschichtlichen, wenn wir jetzt bei dieser Unterscheidung sind, man spricht da eben auch dann von Menschenrechten der ersten, Menschenrechten der zweiten Generation, Anspruchsrechte, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Wir haben also, so wie du begonnen hast, wir haben die Persönlichkeitsrechte als oberste Ebene, Recht auf Leben und Unversehrtheit. Ja, genau, aber der Anspruch, weil wir das vorher nicht gesagt haben, dass es tatsächlich bei uns durchsetzbare soziale Grundrechte gibt, den gab es erstmals ansatzweise, wenngleich zaghaft, in der EMRK, weil da gibt es dann Artikel 1, erstes Zusatzprotokoll zur EMRK ist das Recht auf Eigentum. Das ist auch ein interessanter, weil es ist ein wirtschaftliches Grundrecht. Aber dann im zweiten Zusatzprotokoll schon das Recht auf Bildung, etwas typisches kulturelles Grundrecht. Dann kommt lang nichts und erst die Grundrechtecharta nach ganz langem, vielen zehn Ringen, hat dann eben auch einige sogenannte soziale Grundrechte gebracht. Eben Recht auf Arbeit, Recht auf faire Entlohnung, solche Dinge als Grundrechte verankert, die jetzt über die letzten 10 Jahre sozusagen auch vorne zu mit Leben gefüllt wurden. Okay, gut. Bürgerliche politische Rechte, eine Ebene, was sind das? Das sind die Rechte, sind die Freiheitsrechte, allgemeine und nur durch Gesetz mögliche Beschränkung, Freiheit vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, Berufsfreiheit, also die Freiheiten, die wir als einzelner Mensch haben. Die justiziellen Menschenrechte beginnen in etwa Recht auf Anhörung vor einem ordentlichen Gericht, das heißt wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz. Das war einer der Gründe, warum bei uns die Verwaltungsgerichtshöfe dann eingeführt wurden, weil das Verwaltungsstrafverfahren als Verfahren vor einer Behörde, durch eine Behörde durchgeführt wurde und damit genau diesem Grundsatz nicht entsprochen hat. Und auch dem Grundsatz, wo wir vorher gesagt haben, Montesquieu, Gewaltenteilung in drei Ebenen, die justizielle Ebene nicht unabhängig war. Also damals die UVS in 1988 eingerichtet worden und später dann eben 2014 dann die Landesverwaltungsgerichte und das Bundesverwaltungsgericht. Ja, und die Dinge geht weiter zu den Dingen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten, keine Strafe, ohne dass es ein Gesetz dafür gibt und die Unschuldsvermutung, die selbstverständlich auch zu gelten hat. Also Schuld ist erst dann anzunehmen, wenn ein ordentliches Gericht diese Schuld, den Schuldspruch getätigt hat. Mir fällt gerade auf, das ist mein Versehen, dass ein dieser Tage extrem Wichtiges fehlt, wenn wir nämlich in die deutsche Debatte gerade schauen, um die Frage, wie schaut es denn aus mit Passwörtern, kann ich in Beugehaft genommen werden, damit man ein Passwort aus mir herausquetschen kann sozusagen. Ja. Wenn man, das ist ja wieder debattiert für Beschuldigte, ja, es geht nicht um Zeugen, sondern es geht um Beschuldigte, die im Besitz des Passworts sind. Und ein ganz wichtiger Grundsatz, der gehört zum, der kommt aus dem Artikel 6 EMRK, dem Recht auf ein faires Verfahren, ist das sogenannte Nemo Tenetur-Prinzip. Das bedeutet das Verbot zum Zwang der Selbstbezichtigung. Ja, niemand darf dazu gezwungen werden, dass er sich selbst belasten muss. Ja, das Berühmte aus den amerikanischen Filmen. Sie haben das Recht zu schweigen. Das ist der Nemo Tenetur-Grundsatz. Und der wird aber genau damit verletzt. Ja. Das ist auch einer im Übrigen der wenigen Grundsätze. Es gibt den, wer es genauer anschauen will,
die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte um die Nullerjahre herum, Allen versus United Kingdom. Da ging es darum, dass auch dieses Nemo Tenetur-Prinzip verletzt wurde, weil einer in Untersuchungshaft sitzt. Ja, und dann wird ihm ein Spitzel sozusagen als Zellengenosse in die U-Haft hineingetan, der den über Monate hinweg bearbeitet und gleichzeitig werden die Audioaufnahmen gemacht. Ja. Irgendwann einmal kitzelt der Zellengenosse da scheinbar wohlmeinende das Geständnis aus dem heraus, wird alles aufgezeichnet und wird verurteilt damit. Und da sagt der EGMR, hat damals Großbritannien verurteilt und gesagt, ihr habt verletzt dieses Verbot, jemanden zu zwingen, sich selber zu bezichtigen. Ja? Also vor dem Hintergrund kann ich mit Anlauf sozusagen sagen, dass das, was die Deutschen gerade diskutiert haben, was in Bayern gerade diskutiert wird, mit Anlauf unionsrechtswidrig wäre, ja? Europarechtswidrig wäre. Gut, nächste Stufe sind bürgerliche und politische Rechte, das Recht auf Selbstbestimmung, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wie gesagt, in der Schweiz erst relativ spät wirklich endgültig umgesetzt, in einem Schweizer Kanton, pardon. Ein bisschen Präzision ist erforderlich. Recht auf Gründung von Gewerkschaften und diese Themen gehören dort hinein, also sozialen Menschenrechte. Da haben wir noch eine Aufstellung, geht ganz bewusst nur die linke Spalte durch aus Zeitgründen. Es gibt natürlich Eingriffsmöglichkeiten im Sinne von die Menschenrechte, so wie sie in der Charta stehen, sind nicht im vollen Umfang durchgängig in jedem Fall durchzusetzen, sondern es gibt Eingriffsmöglichkeiten, nämlich formale Eingriffsvorbehalte, wo bereits in der Festschreibung der Grundrechte bestimmte Bedingungen aufgezählt werden, materielle Eingriffsrechte, ungeschriebene Vorbehalte, also Eingriffsvorbehalte, die ungeschrieben sind, aber die heißen, dort kann ich nicht, zum Beispiel Recht auf Freiheit von Folter, egal was ich mache, dagegen kann ich nichts tun, es kann kein Gesetz geben, es darf kein Gesetz geben, das Folter erlaubt. Zudem noch, ja, zu diesem absoluten Kern, zu diesem der Frage absolut oder relativ, also wie gesagt, die meisten, bis auf Folterverbot, Sklavereiverbot und auch dieser Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz, die sind absolut garantiert, alle anderen sind unter Vorbehalt garantiert, aber das Interessante ist ein neuer Ansatz, den die Grundrechtecharta geht, der aus der deutschen Verfassung, aus dem deutschen Grundgesetz kommt, ist die sogenannte Wesensgehaltssperre. Ja, auf Englisch die Essenz. Das ist nämlich jener Teil aller Grundrechte, auch jener, die ansonsten unter Vorbehalt garantiert sind, der untouchable ist. Der darf nicht ausgehöhlt werden, weil ansonsten das Grundrecht schlechthin negiert wird. Ja. Und in konkreten Zusammenhang hat der EuGH das bisher einmal judiziert, nämlich in der Entscheidung zu Max Schrems, zu Safe Harbor, bei der Aufhebung dieses, also ungültige Erklärung dieser Safe Harbor-Entscheidung der EU-Kommission, wo er sagt, das System, das uns der Guardian und Snowden gezeigt haben, der NSA-Überwachung, das verletzt, so der EuGH, den Wesensgehalt unseres Grundrechts auf Privatsphäre und es verletzt den Wesensgehalt von Artikel 47, diesem Recht auf eine wirksame Beschwerde, weil man ja nie davon erfahren wird. Ja. Das ist ganz wesentlich, das heißt, dass wir hier ein Konzept haben, trotz Garantie dieser, trotz dieser Vorbehalte, dass der, das Recht sagt, diesen Kern gibt es, ja, und dieser Kern, das, wo der erreicht ist, das haben wir bisher einmal gesehen, nämlich in der amerikanischen Überwachungspraxis. Gut. Rechtshierarchie im Sinne von Grundrecht, Grundrechtseingriffsmöglichkeit haben wir angeschnitten. Kann ich ein bestimmtes Recht, ein bestimmtes Gesetz überhaupt realisieren? Muss ich mir, wenn ich korrekt vorgehe, Fragen stellen, nämlich ist der Eingriff gesetzlich vorgesehen im Grundrechtskatalog als gesetzlich zu regelnder Eingriff. Nur wenn ich damit ja antworten kann, kommt die nächste Frage. Dient der Eingriff, also diese gesetzliche Maßnahme, einem legitimen Zweck? Das heißt, einem Zweck, der durch Verfassung und Grundrechte oder andere Gesetze bereits vorgegeben ist. Wenn ich dort immer noch mit ja antworten kann, dann kann ich sagen, ist der Eingriff überhaupt ein geeignetes Mittel? Das heißt, ist das, was gesetzlich verlangt wird, vorgeschlagen wird, überhaupt in der Lage, das bestehende Problem anzugehen, zu lösen? Ist es erfolgversprechend? Und wenn ich diese Frage mit ja beantworte, ja, es ist notwendig, muss ich immer noch sagen, die Frage stellen, ist es demokratisch
überhaupt notwendig, diesen Schritt zu setzen im Sinne eines demokratischen Gesetzes? Und die letzte Frage ist dann immer noch, ist das Mittel verhältnismäßig im Verhältnis zu dem Problem, das ich lösen will? Das ist ein kurzer Auszug aus HEAT. Wir werden das ganze Kapitel dann aus Zeitgründen überspringen und werden einiges jetzt sehr kurz machen. Entschuldigung, ganz kurz zu dem, kannst du noch mal ganz kurz rauf tun. Einige Gebiete, da habe ich vorher die Referenz darauf gemacht, warum Verfassungsgerichtsbarkeit am Ende des Tages sehr oft eben politischer Natur ist, ja, weil hier unten muss man tatsächlich im engeren Sinn eine Güterabwägung machen. Da muss man bewerten, sozusagen, welches Gut wie schwer wiegt. Ja. Und das ist in der Regel eine politische Entscheidung. Das heißt, wenn der Verfassungsgerichtshof hier irgendwo aussteigt oder nicht, dann ist das im Kern per se politisch. Aber, und das ist die wichtige Funktion von dem, ja, die Fragen davor, dieser Einsatz notwendig, das soll heißen, gibt es gelindere Mittel, mit denen ich den Zweck ebenso noch effektiv erreichen kann. Ja? Und das sind alles objektivierbare Fragen. Das sind keine Fragen, wo ich Daumen mal Pi und schätzen und irgendwas gewichten muss, sondern das sind Fragen, die den Gesetzen der Logik und des Denkens folgen und bei denen man die Debatten versachlichen kann. Ja? Wenn man diese Dinge sozusagen macht, dann steigt die Qualität enorm. Wir unterrichten das jetzt, also ich habe das, diese Folie ist im Wesentlichen entstanden vor 12 Jahren für die Richterausbildung mit dem Boltzmann-Institut für Menschenrechte und wir haben gesehen jetzt nach 11 Jahren mittlerweile das regelmäßig unterrichten, dass diese Dinge die Qualität der Entscheidungsbegründungen anhebt. Wenn es Grundrechte gibt, sehen wir mittlerweile nach mehr als 10 Jahren, dass die Entscheidungen einfach besser nachvollziehbarer werden, einfach weil sie schöner strukturiert sind nach diesem Schema. Gut. Wir haben in der Entwicklung der Menschenrechte, also historisch gesehen, zunächst einmal diese Frage Eingriffsabwehr, beginnend mit der Magna Carta bis zur Französischen Revolution, was also Eingriff heißt, immer Schutz gegen Übergriffe durch den Staat oder den Monarchen oder den Vorgesetzten gibt. Später kommen dann dazu Schutzpflichten, also bestimmte Dinge sind zu schützen. Und erst ganz am Schluss kommen Gewährleistungspflichten. Schon erwähnt, in der EU-Charta gibt es eben das Recht auf ordentliche Entlohnung. Das gab es vorher in vergleichbarer Form nicht, ist in der Zwischenzeit ein Grundrechtsbestandteil. Also die Schutz... Diese Geschichte, dessen muss man sich bewusst sein, weil die Wahrnehmung sehr oft in den Stufen davor schon hängen bleibt. Aber in Wirklichkeit muss man diese Abfolge sehen und sehen, das ist ein Entwicklungsprozess, wo wir sicher noch nicht am Ende stehen dessen, was wünschenswert ist, wo wir aber davor stehen, dass uns Teile dessen, nämlich genau im Bereich der Gewährleistungspflichten, Schutzpflichten als Menschenrecht, das heißt auf der Schutz davor, dass jedermann ein ordentliches Auskommen haben muss, von dem er leben kann, das sind Dinge, die uns derzeit genommen werden. Interessant ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zum Beispiel aus den Schutzpflichten heraus abgeleitet die ersten umweltpolitischen Entscheidungen. Ja, im Fall Guerra gegen Italien in den 80er Jahren, 1986, EGMR entschieden, dass aufgrund des Rechts auf Privat- und Familienlebens, in Artikel 8 EMRK, die Anrainer von einer Industrieanlage einen Anspruch darauf haben, zu wissen, was die emittieren. Ja, das ist nicht selbstverständlich, aber das kam aus diesen staatlichen Schutzpflichten heraus, dass der Staat Vorschriften erlassen muss, damit die Menschen das sozusagen ihre Umwelt überhaupt im Griff haben, weil das ist eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt ein Familienleben, ein Privatleben in irgendeiner Weise ausüben kann. Ja? Und wo jetzt eben abgeleitet wurde wieder, dass die Unterlagen, die zur Glyphosat-Entscheidung geführt haben, zu veröffentlichen sind. Also ist auch etwas sehr Neuartiges. Das, was jetzt absurd ist in der aktuellen oder seit Jahren jetzt schon in der politischen Debatte, ist, wenn immer mit diesem Recht auf Sicherheit argumentiert wird. Ja. Das geht so weit, dass es sogar Entscheidungen des EuGH gibt, wo er völlig unreflektiert sozusagen dieses Recht auf Sicherheit hinschreibt. Das steht im Artikel 5 EMRK oder Artikel 6 Grundrechtecharta auch. Ja. Aber wie der Herbert schon gesagt hatte, dieses Recht auf Sicherheit ist entstanden als Sicherheit vor dem Staat. Ja. Das ist gedacht als ein Recht, nicht durch willkürliche Übergriffe vom Staat sozusagen in der Freiheit beraubt zu werden. Ja. Das ist die einzige Entscheidung, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bislang eine Verletzung des Rechts auf Sicherheit nach Artikel 5 EMRK festgestellt hat, war bei der extraterritorialen Entführung von Abdullah Öcalan in Nordafrika.
der ist in Marokko, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist der von der türkischen Regierung in Kollaboration mit dem Geheimdienst dort entführt worden. Und da sagt der EG Mehr, das ist eine schlichte Entführung, das war rechtswidrig. Und der Staat Türkei, der Mitgliedstaat Türkei, hat das Recht auf Sicherheit seines Bürgers Abdullah Öcalan verletzt. Ja? Das ist die einzige Entscheidung dazu. Die Dinge, die der Innenminister meint, wenn er vom Recht auf Sicherheit spricht oder auch andere Politiker, wo der Staat was schützen muss, die haben mit diesem Recht auf Sicherheit nichts zu tun, sondern da geht es um Schutzpflichten, die dem Staat aus anderen Grundrechten heraus erwachsen. Ja? Die Schutzpflicht zum Beispiel am Polizeischutz zu geben irgendwo. Ja? Die Schutzpflicht entstanden ist es aus Demonstrationen und der Pflicht der Polizei, dass sie nicht einfach eine Gegendemo absagen, sondern halt ein Kordon dazwischen bilden müssen. Ja? Aus dem heraus ist das Ganze entstanden. Und wir müssen die Debatte auch dorthin bringen, wo wir sagen, da geht es immer nur um Schutz vor Recht auf Leben und so weiter und so weiter. Aber dieses abstrakte, subjektive Recht auf Sicherheit, das Politiker so gerne reklamieren, das gibt es gar nicht. Gut, wir sind vielleicht nicht sehr weit, aber nachdem uns eine Viertelstunde bleibt, selbst wenn wir ein bisschen was von dem überziehen, was wir verspätet begonnen haben, würde ich sagen, wir überspringen da einiges. Das heißt, ich werde einmal schauen, da wird es. Wir haben natürlich viel reingesteckt, da was wir. Aber ich hätte gerne nur den Finster geschaltet, aber es ist wurscht, das lösen wir anders auch. Gut, ich werde derweil vielleicht von Heat was erzählen, solange du, wenn dir das recht ist. Ja. Wie ist genau das entstanden? Die Frage ist, wie entstehen Gesetze? Wir haben da einige einschlägige Erfahrungen. Meine eigene war, dass ich zuerst die Vorratsdatenspeicherung im Auftrag des BMFIT umgesetzt und dann angefochten habe. Falls jemand die Geschichte genauer kennt, also das Boltzmann-Institut Menschenrechte, damals habe ich den Prozess geleitet. Und was ich damals ganz stark erlebt habe, war, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, wie man einen Gesetzgebungsprozess macht. Wir haben das selber als Stakeholder-Prozess gestaltet. Wir haben das transparent gemacht und mit sozusagen auch dafür gesorgt, dass dann plötzlich Leute von der Quintessenz mit dem Magister Pilnacek am Tisch saßen und Gespräche geführt haben. Ja. Aber indem man halt einfach transparent ist, viel einbietet und versucht, möglichst viel durchzudenken. Das ist ja die eigentliche Leistung dazu. Ja. Und umgekehrt sehen wir aber bei dem, wie Gesetze normalerweise entstehen, ja, dass es dann zwar eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung gibt, die beschränkt sich aber in aller Regel darauf, auf die Folgen für den Bundeshaushalt zu beschreiben. Ja. Aber nicht, was das sonst für Wirkungen in der Welt, in der Umwelt. Umwelt ist noch, manchmal kommt es noch vor, wenn es ein Eingriffsgesetz und so weiter. Ja. Aber dass man auch eine Wirkungsfolgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte macht, ja, nämlich mit den vorgelagerten Fragen, ja, wie weit, welchem Zweck dient denn das überhaupt konkret und wie weit hilft das überhaupt, ist das dann überhaupt abstrakt geeignet und so weiter. Ja. All diese Fragen aus dem Prüfungsschema vorher, das passiert in der Regel nicht. Das heißt, die Qualität ist eigentlich schon im Gesetzgebungsprozess weit von dem weg, wo auch der normative Anspruch wäre, ja. Was dann natürlich dazu führt, dass die Gesetze dann entsprechend mit Grundrechtseingriffen ohne Rechtfertigung beschlossen werden. Ja. Oder vielleicht nicht völlig ohne Rechtfertigung, aber halt sehr, sehr schwammig. Und wir haben Heat mit diesem Anspruch damals bei der Netidee als Förderung eingereicht, beim ersten Mal schon damals eine Förderung bekommen. Also wir sagen, wir wollen eine Art Handlungsanleitung machen, wir wollen das etwas fassbarer machen. Es ist sehr komplex, ja. Wir wollen das an Beispielen auch festmachen und dort versuchen einmal zu zeigen, wo stecken denn solche Probleme, auch in der Praxis, wo sehen wir sie in den Gesetzen, wo sind die Eingriffsgesetze, die Dinge. Wir haben das am Antiterror aufgehängt, ja, aber es ging natürlich um weiter darauf, das war halt der Aufhänger, eingriffsnahe Gesetze im Grundrechtsbereich anzuschauen und dort auch zu fordern, dass dann auch wirklich evaluiert wird. Ja. Und wir wollten immer sagen, wir wollen konstruktiv sein. Wir sagen nicht nur nee, sondern wir sagen, schaut mal, wir arbeiten vor, wir helfen euch. Ja. Wir sind ja tatsächlich, also wir haben das besprochen mit den Legisten im Bundeskanzleramt, die Wirkungsorientierung machen. Ja. Die waren heilfroh drüber, nur die haben genauso wenig zu sagen wie manche andere, die sich um das kümmern. Ja. Daher, der Anspruch ist einerseits, es auch für uns, auch für die Zivilgesellschaft etwas greifbarer zu machen, zu sortieren.
da machen wir jetzt mit Heat 2.0 den nächsten Schritt, weil momentan ist es für Experten schon ganz gut lesbar. Für Laien, da haben wir noch einiges an Aufholbedarf, sozusagen. Aber genau das und der zweite Anspruch, dann dafür zu sorgen, dass diese Dinge auch eingefordert werden, dass das auch passiert, irgendwo in den Gesetzgebungsprozessen verankert wird. Ja, also der Anspruch bei HEAT 2.0 ist eigentlich, dass wir das veröffentlicht haben, vorgestellt haben und mit Menschen, mit fachkundigen Menschen, interessierten Menschen darüber diskutieren und natürlich Raum für Verbesserungen entdecken und froh sein darüber, dass scharf kritisiert wird, weil alles das, was wir besser machen können, ist natürlich insgesamt sehr hilfreich. Gut, wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir das eine oder andere machen können. Wir haben begonnen damit, mit der Kultur unserer Regierung, Bürokratieabbau, Abbau für 100 sinnlos Gesetze. Wir haben versucht, zumindest einmal zu zeigen, warum diese sinnlos Gesetze nicht ganz sinnlos sind, sondern ganz im Gegenteil, mit welcher Geschichte die verbunden sind, welche Bedeutung die haben und dass es durchaus sehr sensibel sein kann sein, und sensibel ist, mit vorhandenen Gesetzen so umzugehen. Moser macht ernst, 600 Sätze, Gesetze werden gestrichen und ähnliche Dinge. Ist nicht das. Zurück zu dem, wo wir mit der Einstimmung begonnen haben. Nicht alles, was möglich ist, ist zulässig. Nicht alles, was zulässig ist, ist wünschenswert. Das haben wir eher im Bereich der allgemeinen Verhaltensweisen, die eigentlich diesen Humanismus ausdrücken sollen, von dem wir ausgehen, den wir letztens über die Philosophiegeschichte, Rechtsgeschichte in unserer Gesetzeslage vorfinden. Wie gesagt, nicht alles, was zulässig ist, ist auch wünschenswert. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, das zu gestalten, was wünschenswert ist. Und deshalb versuchen wir hier auch dieses Wissen weiterzugeben, damit wir möglichst viele Menschen finden, die mit uns gemeinsam in die richtige Richtung, in diese Richtung ziehen. Ein Zitat Mahatma Gandhi deckt sich vielleicht in einer ganz anderen Formulierung mit dem, was Herder schon gesagt hat. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Das heißt, die Frage, wie gehen wir um mit Besitz-Vermögensverhältnissen, ist natürlich eine Frage, wobei man klarerweise dazu sagen muss, die letzten 200 Jahre gesellschaftlicher Entwicklung, technischer Entwicklung, die zu den Zuständen führen, wie wir sie heute haben, haben für die Menschheit natürlich enorme Fortschritte gebracht. Nur heute sind wir in einer Situation, wo diese gesellschaftlichen Bedingungen ganz augenscheinlich an Grenzen stoßen. Wenn wir uns die Frage stellen, ist die Gesellschaft, trauen wir dieser Gesellschaft zu, die Probleme von Krieg und Frieden zu lösen? Meine Antwort brauche ich nicht geben. Ist diese Gesellschaft dafür zu sorgen, in der Lage dafür zu sorgen, dass möglichst alle Menschen auf der Welt mindestens anständiges Leben haben? Heute. Meine Antwort brauche ich dazu nicht geben. Ist diese Gesellschaft in der Lage zu sichern, dass meine Kinder und Enkelkinder ein vergleichbar gutes Leben haben wie ich? Meine Antwort brauche ich dazu auch nicht zu geben. Also genau das sind die Dinge, die mir wichtig sind, die für Christoph sicherlich gleichermaßen gelten, die als Fragestellungen einmal für uns alle wichtig sind, damit wir die Rahmenbedingungen kennen. Und da ist es eben besonders wichtig, in dem Fall das Statement ist auch deutlich mehr als 10 Jahre alt, sagt also genau das ausgehend von den Menschenrechten, der Einhaltung der Menschenrechten, der Achtung der Menschen voreinander, unsere Achtung auch vor anderen Menschen, anderen Menschen gegenüber, Voraussetzung dafür sind, dass man im Gespräch sozusagen vernünftig Lösungen andenken und angehen kann. Die zersplitterte Welt wieder zusammengefügt werden kann durch die Universalität und Individualität der Menschenrechte. Das ist der Hintergrund, warum wir glauben, dass Menschenrechte, Grundrechte, dieses Feld jetzt nicht scharf abgerechnet, was ist jetzt Menschenrecht, was ist Grundrecht, was ist dieses, sondern diese grundsätzliche Geisteshaltung, humanitäre Geisteshaltung notwendig ist und zu befördern ist in der Zukunft. Da ein Zitat von Edward Snowden, die Katastrophe ist, dass nur wenige Mittel dagegen haben. Heutzutage haben wir wenig Einfluss auf die Mächtigen, aber sie haben alle Macht über uns. Jetzt kommst du dann wieder schön langsam ins Spiel. Der Christoph sagt immer wieder Aufklärung 2.0, sapere aude, wage es weise zu sein, wobei weise zu sein heißt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und es geht dann weiter, da kommen noch ein paar Folien, über die ich wirklich drüber fliegen möchte. Nämlich
die Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, seinerzeit bekannt. Weil Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn sie die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstands, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das heißt, solange ich nicht am Verstand, am Wissen scheitere, bin, sondern meine Verantwortung anderen übergebe, an andere übertrage, bin ich unmündig und zwar verschuldet unmündig. Das heißt, das Streben nach bestmöglicher Erkenntnis, bestmöglichem Wissen mit dem Hintergrund dieses Humanismus ist ein Thema, das seit 200 Jahren in etwa dokumentiert ist. Es gibt aus der gleichen Zeit, also der Text stammt aus einer Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Es gibt interessanterweise dazu zwei Antworten, nämlich die von Kant und die von Josef Mendelssohn. Der Josef Mendelssohn ist bei Weitem nicht so bekannt, sagt aber ganz interessante Sachen. Eine gebildete Nation kennt keine andere Gefahr als das Übermaß ihrer Nationalglückseligkeit. So hat man halt damals gesagt zu Nationalismus oder ähnlichen Dingen. Und er schreibt dann genau weiter, genau dieser Nationalismus, also das Nicht-Umgehen mit anderen Nationen für neue Verhältnisse, heutige Verhältnisse übersetzt mit anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen Kontinenten, führt genau dazu, dass diese Frage nicht beantwortet werden kann, dass dieser Humanismus nicht um sich greifen kann. Also unsere Aufforderung an uns auch heute noch ist unverändert daran, 8 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde, sie sind prinzipiell alle gleich und gleich zu behandeln. Sapere Aude, Aufklärung 2.0, dein Thema Freiheit in Geselligkeit, das der Schritt einen Schritt weitergehen muss, nämlich dass wir nicht jeder für uns selbst gescheit sein müssen, sondern gemeinsam gescheit sein müssen und gescheit sein müssen in einer Art und Weise, die Spaß macht, die uns auch motiviert dazu, uns weiterzuentwickeln, uns gemeinsam weiterzuentwickeln, ist eigentlich das, was in Zeiten wie diesen Not tut. Systemänderung als einziges Mittel gegen Klimawandel, ein Zitat in dem Fall eines Wissenschaftlers von der IASA, also vom Internationalen Institut für Systemanalyse in Luxemburg. Warum wissen wir das so? Bitte? Ja. Du kriegst Wort zum Sonntag vom Kaplan Sieder. Die Wirtschaft, so wie sie sich real darstellt, ist kein neutrales Gebilde. Wirtschaftsmechanismen funktionieren im Rahmen des neoliberalistischen kapitalistischen Wirtschaftssystems. Wirtschaftssystem ist ein geldgerechtes und kein menschengerechtes System. Das Ziel dieses Systems ist nur die Profitmaximierung und nicht der Mensch. Darum sagt auch Papst Franziskus mit Recht, dass diese Wirtschaft tötet und dass die in dieser Wirtschaft Menschen wie Müll entsorgt werden. Was Müll heißt und entsorgt werden, habe ich später noch ein paar Grafiken dazu, weil im Zusammenhang mit einer Demonstration gegen den 12-Stunden-Tag beim ÖGB, ich hoffe, dass man die jetzt einmal ausgibt. Ja, dann nütze ich auch gerade die Gelegenheit. Wir sind an der Hinterkante der Zeit. Ich mag gern schließen mit optimistischen Worten. Ich bin grundsätzlich Optimist. Ich habe zwar kleine Kinder, ich hätte gern, dass die auch noch eine freie Welt haben. Für die mache ich das meiste von dem, auch für mich selber. Aber ich glaube, das Wichtige ist jetzt natürlich neben Sapere Aude und wir sind wieder dort, wo wir diese Aufklärung 2.0 wirklich auch betreiben müssen, ja, und anderen helfen dabei, sie mitzubetreiben. Aber ich glaube gleichzeitig auch, wir haben durchaus Grund zum Optimismus, weil wir gleichzeitig eine Technologiegestaltung vor uns haben, die wir mitgestalten können. Also gerade Themen wie Open-Source-Kultur, was können wir tun? Das ist die Ebene, wenn wir uns anschauen, sozusagen jetzt von wegen im Metz der Kompetenz der Herr Voss oder wir, wer sozusagen eher versteht, worum es geht in der Gestaltung, da können wir wahrscheinlich vieles am Boden gut machen. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, unser Window of Opportunity sozusagen noch gewisse Dinge zu tun, wird immer geringer, aber wenn wir, glaube ich, uns bewusst auch daran machen, Technologie zu gestalten, auch als Alternativen,
die im Vordergrund den Menschen haben und dass die Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt und wir mit allem Know-how dahinter sind, dann glaube ich, haben wir nach wie vor eine Chance. Aber wir müssen auch politisch aktiv sein. Wir müssen auch irgendwo zeigen, dass wir nicht mit allem einverstanden sind. Das aber so konstruktiv wie möglich, das ist genau das, was wir hoffentlich so oft wie möglich machen. Ich sage vielen, vielen Dank. Danke fürs so aufmerksam, so lange nicht wegschlafen. Herr Rinne, ich habe wirklich niemand schlafen gesehen. Also danke vielmals. Und jetzt gebe ich noch einmal zurück zum Herbert. Für mich war es eine große Ehre, heuer beim ISA-Hack zu sein. Danke. Gut. Danke, du brauchst mir das Mikrofon nicht geben. Ich habe zum Schluss noch ein kurzes Zitat aus einer Zeit im Bild Mitternachtssendung. Man beachte die Uhrzeit, also nicht die Zeit im Hauptabendprogramm, aber durchaus interessant. Wenn es stimmt, sollte man jetzt auch was hören. Stimmt das? Nein? Gut, es geht um einen Auftritt von Jean Ziegler. Bitte? Ja, habe ich mir auch gedacht. Also noch einmal Lautstärke-Mixer. Der geht, ist auf Lautstärke, Kopfhörer und volle Lautstärke. Na, wir haben vorher einen Test gemacht und habt ihr gesagt, ihr habt einen Ton. Den hattet ihr. Ja, na gut. Ha, da hat sich was akustisch gerührt. Nein? Dann halt das Mikrofon her. Na, jetzt höre ich nämlich da auch nichts, nachdem ich umgeschalten habe. Probieren wir das noch einmal so. Ja. Also der Link dazu ist in den Folien. Wir sind eh über die Zeit. Wenn wir es jetzt nicht wirklich in ein paar Sekunden zum Laufen bringen, dann kann ich nur allen bitten. Ich glaube, die Folien sollten schon zum Download verfügbar sein oder werden es in Kürze sein. Also, und dort Entschuldige, die Frage habe ich falsch beantwortet. Ich habe natürlich den Link zu den Folien, allerdings lokal, weil das ein Zusammenschnitt ist einer Sendung, die man nicht mehr abrufen kann, nachdem ja die holzverarbeitende Industrie durchgesetzt hat, dass der österreichische Rundfunk die um öffentliche Gelder produzierten Sendungen nicht länger als 7 Tage zur Verfügung stellen kann und in der Zwischenzeit sogar so ist, dass man es nicht einfach als Videostream herunterladen kann, sondern es in 11-Sekunden-Abschnitte gliedert, ist das ein Zusammenschnitt. Wir werden ihn aber sicherlich im Umfeld cccmedia.de entsprechend veröffentlichen und auch zugänglich machen. Es geht im Wesentlichen darum, dass der Jean Ziegler, ein 85-jähriger Schweizer, der einige Jahre hindurch Nationalratsabgeordneter in der Schweiz war, 8 Jahre lang, glaube ich, Referent für Hunger auf der Erde für die Vereinten Nationen war. UN-Sonderberichterstatter in diesem Fall war, darauf hinweist, dass einerseits sehr erfreulich ist die Entwicklungen, die sich jetzt mit den streikenden Schulkindern ergeben. Das heißt, dass es Jugend gibt, die sich selbst initiativ macht, sich selbst in den Vordergrund spielt und sagt, unser Recht ist auf ordentliches Leben und dabei sehr kritische, sehr weitgehende Forderungen stellt. Jean Ziegler formuliert dann auf die Frage, ist ein ökonomisch-ökologischer Kapitalismus möglich? Die Frage, nein. Entweder wir zerstören den Kapitalismus oder der Kapitalismus wird uns zerstören. Und das auch entsprechend begründet mit den Entwicklungen auch der letzten Jahre, was also seit dem Pariser Abkommen entwickelt hat, dass der Ölverbrauch um 20% gestiegen ist, dass in den entwickelten Ländern die CO2-Emissionen, die eigentlich sinken müssten, aufgrund der Vereinbarungen nicht gesunken sind, sondern deutlich gestiegen sind und dass dieses System insgesamt nicht dafür sorgen kann, dass die Interessen der Allgemeinheit entsprechend berücksichtigt werden.
Also in dem Sinn, glaube ich, haben wir genug zu tun. Die Vielzahl von Einzelthemen, die uns interessiert, beginnend mit den EU-Vorschriften bis hin zur Ausweispflicht beim Anmelden für Internetforen, haben wir nicht erwähnt, aber können wir gerne machen oder machen wir laufend bei unseren regelmäßigen Zusammenkünften im Epicenter Works in der Wiederhofgasse einmal im Monat. Jeder, der sich dafür interessiert, ist selbstverständlich gerne willkommen. Es sind offene Veranstaltungen, wo wir viele dieser Fragen dort diskutieren. Genau. Und also nur ich kann mich dem anschließen, was schon gesagt wurde. Es ist keiner eingeschlafen. Dankeschön. Danke, dass ihr euch die Mühe und die Zeit genommen habt, einen alten Mann um diese Tageszeit noch zuhören zu wollen. Einen alten Mann und einen Sprachinkontinenten, wie manchmal bezeichnet wird. Also. Okay. Das ist eine Frage.